Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Es ist wieder Donnerstag und ich heiße euch willkommen zur letzten Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils für dieses Jahr. Mein Name ist Carsten Arndt und heute machen wir nicht nur den Sack, sondern auch die Klammer zu. Angefangen haben wir die alte Schule ja Mitte des Jahres mit Walter Röhrl und zum Jahresfinale rede ich mit dem Weltmeistermacher, seinem kongenialen Cockpit-Kollegen Christian Geisdörfer. Was alles zum Job des Co-Piloten in einem Rallye-Cockpit gehört und was er an der Seite des größten deutschen Rallye-Fahrers erlebt hat, erfahrt ihr in dieser mehr als 2 Stunden langen XXL-Folge. Ich habe ihn in einer ruhigen Ecke eines Stuttgarter Hotels getroffen und kaum haben wir das Gespräch begonnen, kam der Doppeldecker-Bus mit den japanischen Touristen an. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ging das Gewusel um uns herum los, aber das beruhigt sich später auch wieder. Also genießt die letzte Folge Alte Schule fürs Jahr 2019. Viel Spaß jetzt mit Christian Geisdörfer. Man denkt ja immer, der Beifahrer sitzt so ein bisschen nebenbei und der Fahrer macht den Rest. Wenn man Ihr Buch liest, Walter und ich, dann merkt man eigentlich, dass es fast umgekehrt ist. Sie machen die ganze Arbeit und der Fahrer fährt noch ein bisschen. Können Sie mal erklären, was die Aufgaben des Beifahrers sind? Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Sie machen ja eigentlich alles. Ja, das ist eigentlich mehr eine Managementaufgabe, ja. Weil Sie natürlich mit einem Fahrer die Spitze eines Teams sind. Auch wenn es Teamkollegen gibt oder so, aber man ist nach draußen hin die Spitze des Teams, das Gesicht dorthin. Und wenn wir natürlich rückblickend in die Zeit der Rallyes der 70er und 80er Jahre gehen, dann war das natürlich ohne Handy, ohne Farbkopierer, ohne E-Mails. Das heißt, man musste sehr präzise arbeiten, um 80, 90 Leute, die so ein Team damals schon umfasst hat, entsprechend zu dirigieren und das über mehrere tausend Kilometer Strecke, sodass so ein Serviceauto auch nicht verloren geht, denn der hat die wichtigen Dinge dabei, nämlich Benzin und Reifen, auch ein paar Ersatzteile. Was zu essen vielleicht. Das ist absolut lebensnotwendig. Und das erfordert natürlich eine sehr präzise Vorbereitung, die wir nicht alleine gemacht haben. Da gab es also ehemalige Kollegen, die also dann da mitgeholfen haben. Aber da musste für jedes Serviceauto musste eine Landkarte gemalt werden. Es mussten Pläne erstellt werden. Es musste nachgerechnet werden, ob von einem Punkt zum anderen das überhaupt fahrbar ist. Also da ist sehr viel Präzision im Detail drin. Und dann musste damals eben auch geplant werden, wann kann ich ein Getriebe wechseln? Da müssen bestimmte Leute da sein, die das in Zeit machen können. So kommen also sehr viele Facetten zusammen, um also eine Rallye in der Grundorganisation erfolgreich abzuwickeln. Dazu kommen dann natürlich Leute im Flieger, die die Kommunikation aufrechterhalten. Dazu kommt ein Teamarzt, dazu kommen Menschen, die sich um Kleinigkeiten kümmern, die aber wichtig sind, was also jetzt Medien und all diese Dinge anbelangt. Und wie gesagt, ohne Mobiltelefon, ohne Fax, ohne E-Mail war das natürlich schon eine Aufgabe, die sehr präzise geplant werden musste. Das ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Ja, und ich muss immer lachen, wenn ich also mit jüngeren Leuten rede und sage, wir haben damals kein Mobiltelefon gehabt. Die können sich das gar nicht vorstellen, geschweige denn einen Farbkopierer. Ja, also die große Revolution ging eigentlich an, wie das Faxgerät kam, damals noch auf Thermopapier. Weil ich bin noch in Australien oder auch in Kenia am Fernschreiber gesessen und habe also diese Lochstreifen erstellt und das dann durchgeschickt. Und dann musstest du ein paar Stunden warten, dann kam da eine Antwort. Oder du bist vor dem Telefon stundenlang gesessen und hast auf eine Verbindung gewartet. Ja? Und für uns, oder für mich war es eigentlich so, dass wenn ich ins Rallye-Auto gestiegen bin, waren 80% meiner Arbeit gemacht. Also dann blieben noch 20% über. Das heißt, den Aufschrieb lesen und darauf achten, dass also an den Servicepunkten keine Hektik entsteht, dass die Zeitvorgaben richtig sind, dass man auch die Leute beruhigt und nicht zum Oberhektiker wird. Mhm. Und dass man, wenn man sagt, wir haben 11 Minuten, dass das auch wirklich 11 Minuten sind. Mhm. Ich hatte Kollegen, die vom Plan her gesagt haben, 11 Minuten, und dann nach 7 Minuten gesagt haben, jetzt müssen wir fahren. Ja.
Also es sorgt für ein bisschen Spannung. Das erzeugt Druck bei Leuten, die dann natürlich sagen, was ist jetzt? Ja? Und wir sind halt nur die vorne dran stehen. Mhm. Aber jeder im Team teilt und die muss man alle mitnehmen. Und das ist die Aufgabe des Beifahrers. Wenn man diese Aufschriebe sieht für Tausende von Kilometer Rallye, zwischendurch habe ich mich mal gefragt, wie kann man das eigentlich als Einzelner schaffen oder überhaupt zeitlich schaffen? Aber Sie sind tatsächlich 2 Wochen vor der Rallye die Strecke auf und ab gefahren. Ja, Tausende von Kilometern. Die längste war die Safari-Rallye mit 5000 Kilometer. Da haben wir 4700 Kilometer aufgeschrieben. Also Sie sind vorher, um das klar zu machen, 4700 Kilometer gefahren. Ja, der Fahrer hat gesagt, die Kurve muss ich so fahren. Und Sie haben jede Kurve mitgeschrieben von 5000 Kilometern. Entscheidend ist, bei so einer Safari sind zum Beispiel diese Bodenwellen und so, wo man teilweise sehr, sehr schnell ankommt. Wenn Sie so eine Bodenwelle mit den damaligen Rallye-Autos übersehen haben, hat es das Ding aufgebogen wie eine Büroklammer. Also da musste man entsprechend vorsichtig zu Werke gehen und darum war der Aufschrieb so extrem wichtig. Das sind Sie für eine, sagen wir mal, Safari-Rallye, bleiben wir mal dabei. Also wie viel Zeitbedarf war für die Rallye da? Ja, wir haben es natürlich schon versucht, so effizient wie möglich zu machen. Mhm. Das heißt, eine gute Planung, weil Sie können auch in Kenia, wenn Sie im Busch unterwegs sind, nicht überall übernachten. Das heißt, Sie müssen... Walter kann das, ne? Ja, genau, der kann das überhaupt nicht. Und da musste man also dann schon die Tagesetappen genau planen. Mhm. Und sonst hatten sie also keine Chance, irgendwo über Nacht zu bleiben. Und dann kommt natürlich noch eins dazu, sie müssen relativ früh weg, also im Prinzip eigentlich mit Sonnenaufgang, weil am Abend, wenn um 18 Uhr, 18.30 Uhr spätestens die Sonne untergeht, können sie im Busch sich nicht mehr bewegen, weil es so stockfinster ist, dass das also alles nicht funktionieren würde. Also früh raus, Kilometer machen und wir haben halt dann gerade bei der Safari versucht, relativ präzise aufzuschreiben, sodass wir also es vermieden haben, ein zweites Mal drüber fahren zu müssen. Vielleicht mal in einem Teilbereich, wo es sehr, sehr kritisch war oder so. Aber in der Regel hat man versucht, mit diesen 4700 Kilometern, die man aufgeschrieben hat, mit einem Durchgang zurechtzukommen. Und umgekehrt ist es wiederum bei einer Monte Carlo Rallye. Da wird mehrfach drüber gefahren. Mhm. Aber auch damals war es einfach so, dass eine Rallye Monte Carlo hatte 1100 Kilometer Sonderprüfung. Also das sind abgesperrte Strecken, die man gegen die Uhr fährt. Und die müssen natürlich sitzen. Und bei der Monte Carlo kommt eine Schwierigkeit dazu, das ist, dass die Wetterbedingungen sich tagtäglich ändern. Das heißt, dort hat man dann so Eisnotencruiser unterwegs, die den aktuellen Straßenzustand in diese Noten mit eintragen. Die haben also Kopien dabei. Die tragen dann den Straßenzustand da hinein und den muss man dann mit vorlesen. Also das ist dann schon alles relativ schwierig. Und das erfordert eine hohe Präzision beim Sprechen, denn der Fahrer muss das ja auch verstehen, was sie ihm dann mitteilen. Und beim Vorlesen ist es ja so, dass sie immer im Prinzip eine Kurve voraus sind. Nur so können sie also dann richtig vorlesen. Und das erfordert natürlich eine hohe Präzision. Fast unvorstellbar, weil das Auto ja auch nicht ruhig steht. Wir sitzen jetzt hier gemütlich und Sie sagen es in einer Seelenruhe, aber wenn man überlegt, Sie sind mit der Autos da gefahren zum Schluss mit 500 PS, dann möchte man jemanden sehen, der da noch was vorliest. Ne? Ja, das, und dann auf Schoß liegen kommt natürlich die dritte Dimension, also die vierte Dimension eigentlich dazu. Das ist, wenn es nachts finster ist, Schneefall ist oder strömender Regen oder Nebel, dann fehlt die Orientierung nach draußen. Das heißt, man muss sich auf sich selbst konzentrieren und auf das, was man spürt, um dann wirklich entsprechend vorlesen zu können. Weil man bewegt sich ja trotz dichten Nebeln mit 140, 150 km/h dahin. Das muss dann schon sitzen, weil sonst fährt man da nicht weit. Wahnsinn. Und die Entfernung, die messen Sie mit einem Entfernungsmesser? Da hat der immer resettet, oder? Das ist leider ein großes Faktum, das nicht funktioniert. Okay. Weil um präzise messen zu können, müssen Sie ja immer am selben Punkt dann das auf Null machen. Und das funktioniert im Nebel nicht. Okay. Da fehlen Ihnen schnell mal 20, 30 Meter. Und dann passt also müssen Sie den Aufschrieb so präzise machen, dass Sie sich das ersparen können. Okay. Also das heißt, man geht dann her und nimmt also Distanzen, die 200 Meter sind, wo man am Tag, wenn die Sonne scheint, sieht man das wunderbar. Mhm. Nur nachts im Nebel
sind 200 Meter mal ganz schnell 500 Meter vom Gefühl her. Ja. Also müssen Sie die 200 Meter aufteilen in Dinge, die Sie auf jeden Fall neben der Straße oder neben dem Weg sehen und sich so also dann diese 200 Meter aufzuteilen. Brücke, und Pfosten, Stein, ja, irgendwas. Um da also dann zu wissen, okay, jetzt sind es noch 30 Meter, dann kommt die Linkskurve oder Rechtskurve, je nachdem. Okay, Wahnsinn. Und was haben Sie konkret alles angesagt? Also klar, Sie haben Fahrbahnbeschaffenheit, Bodenwellen, Kurvenradien. Das habe ich, hab ich gelernt, man sagt Kurvenradien und nicht Kurvengeschwindigkeiten an. Ja, es gibt verschiedene Systeme natürlich. Mhm. Also die Engländer, was natürlich mit der Sprache zu tun haben, schreiben wir ein bisschen anders auf wie die Franzosen oder wie wir Deutsche. Im Deutschen gibt es zwei Systeme. Das eine ist, dass man die Kurven einteilt von 1 bis 5. Mhm. Wir hatten ein bisschen ein komplizierteres System, weil der Walter das einfach so gewohnt war von Anfang an. Wir haben also mit rechts minus, mittel rechts, mittel rechts minus, mittel rechts plus plus und solchen Dingen gearbeitet. Okay. Denen liegt aber immer ein Radius zugrunde. Mhm. Das ist unabhängig, mit welchem Auto das Sie fahren. Der Radius von der Kurve ist, bleibt gleich der über gleich, die Jahre. Und die Franzosen haben ein geschwindigkeitsabhängiges System, das heißt, die trainieren viel, viel mehr, weil die natürlich die machbare Geschwindigkeit viel, viel mehr ausloten müssen. Okay. Ja. Okay. Ist vielleicht im Endeffekt relativ schnell, aber bei 100 Kilometer Sonderprüfung ist das natürlich auch eine Mordsarbeit. Und auch eigentlich auch Material machbar. Man muss ja auch mit dem Auto dann am Limit darüber fahren. Ja. Und die muss dann hergehen beim Training, Streckenabschnitte sperren, dass keiner entgegenkommt und. Also das ist schon sehr kritisch. Also wir haben das nie gemacht. Und so erarbeitet man sich halt ein Gebetbuch. Und das ist zum Beispiel so, bei einer Rallye Monte Carlo in den alten Tagen war es immer so, dass ein Drittel der Strecke war immer neu. Das heißt, neu bedeutet, dass man es vielleicht vor 5 oder 6 Jahren einmal gefahren ist und dann ist es wieder aufgelegt worden. Das heißt, man sortiert es dann zusammen und dann spart man sich viel Arbeit. Also ein Großteil Ihres Berufslebens hat aus Kürzeln bestanden, die mich nach 10 Minuten verrückt gemacht hätten. Das habe ich also kapiert. Diese kleinen Kürzel und das lesen zu können, ist wirklich nachhaltig faszinierend für mich, muss ich echt sagen. Und vor allem, wenn man dann noch die ganzen Eisnoten mit da reinbringt und Pläne für alle möglichen Leute schreibt. Also ich habe das Gefühl, Sie haben nachts gar nicht mehr geschlafen, sondern nur auf dem Hotel Kürzel geschrieben und Farben also reingemalt. Oder nee, Farben haben Sie nicht gemacht. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich im Auto sehr gut aufschreiben konnte. Das habe ich auch mit ein paar Tricks mir dann natürlich zurecht gemacht. Ich hatte zum Beispiel auf den Knien immer so ein kleines Brett, weil man auf dem Brett dann natürlich einen guten Halt hat und man, wenn man mit dem Handballen aufdrückt, gut schreiben kann. Okay. Ich habe immer mit den gleichen Bleistiften geschrieben und dadurch musste ich nie Aufschriebe neu schreiben. Ach so, okay, also Sie haben es dann gleich ich fixiert. Ich habe auch spezielle Bücher gehabt, auf denen ich geschrieben habe. Die waren ein bisschen größer wie DIN A5, war auch ein bisschen festeres Papier. Okay. Und das hat mir natürlich das erleichtert, da einen guten Job zu machen. Aber das muss man sich auch gewisse Dinge natürlich überlegen, warum macht man was. Wenn einer, wie ich angefangen habe, die Leute, die in Deutschland so führend waren, der war also da rund um Ludwigshafen, war da das Epizentrum des deutschen Rallysports. Die sind zum Beispiel, haben damals aufgeschrieben auf so DIN A4 Studienblöcken, die so eine Perforierung hatten und haben geschrieben von unten nach oben, was für mich völlig widersinnig war. Erstens vom Schreiben her ist es schon schwierig und dann, wenn Sie links oben sind, müssen Sie nach rechts unten und dann wieder nach wieder oben lesen. So, so in Spalten, Und das war mit das Erste, was ich umgestellt habe, dass ich also für mich selber im Lesebuchstil geschrieben habe. Also von links nach rechts, so wie man es in der Schule lernt und das untereinander. Und dann hat es in meinen Augen viel, viel besser funktioniert, weil man auch dann besser Korrekturen einsetzen konnte. Und da bin ich am Anfang natürlich belächelt worden, aber dann haben Sie zurückgelächelt. Ja. Und das ganz erfolgreich. Wie ist das, wenn man aus dem Aufschrieb rauskommt? Walter hat mal gesagt, viele Beifahrer trauen sich nicht, das zuzugeben und sagen, schätzen dann irgendwas ab. Ja, das ist leider ein großes Problem, weil das natürlich das Vertrauen zwischen Fahrer und Beifahrer komplett zerstört. Mhm. Wenn das passiert, muss man sofort sagen, bin raus. Weil so mit einem Auge einzuschätzen, was jetzt da kommt, das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Der Walter hat einen sehr schweren Unfall damit gehabt.
Das ist oberste Pflicht zu sagen, bin raus. Ja. Okay. Ist mir nie passiert, aber... Okay, ist nie passiert. Das ist das Beste, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das wieder findet. Da muss man ja die ganze Zeit die Kürzel gucken, sehen, was gefahren wird. Ja, das geht schon, dass man wieder reinkommt. Man macht sich ja dazwischendrin Abzweige rein und dass man also Orientierungspunkte hat. Dann der Halter läuft, das heißt, man hat eine Kilometrierung und sieht dann im Gebetbuch wieder, wo man wieder einsteigen könnte und so. Okay. Aber bis dahin ist das schon vergeht halt einiges, ne? Und da ist die Weltspitze einfach zu dünn, nicht, dass man so eine Nummer da bringt. Ja. Wahnsinn. Wie ging das eigentlich los bei Ihnen? Hatten Sie mal die Ambition, Fahrer zu sein? Oder sind Sie, ich habe als Fahrer angefangen. Ich hatte Freunde bei mir da im Ort, am Stadtraum von München, die sehr autoaffin waren. Mhm. Ne? Und wir haben angefangen, wie alle, mit so Orientierungsfahrten. Mhm. Und die sind natürlich aufgebaut auf Kartenfehler und ist im Prinzip ein bisschen Leutverarschung. Ne? war aber damals gang und gäbe, also in den Gemeindeplättchen da, waren jedes Wochenende 3, 4, 5 Veranstaltungen drin. Okay. Wo es also geheißen hat, um 13 Uhr am Samstag beim Gasthof sowieso gibt es die Unterlagen und man bezahlt dann damals 20 Mark Nenngeld und hat die Unterlagen gekriegt und dann ging es los. Und die Leute hatten da natürlich wenig Spaß dran, wenn da 15 Autos am Bahnhof umdrehen, weil sie sich verfahren haben. Und mir hat das immer sehr, sehr wenig Spaß gemacht, diese Orientierungsgeschichten, weil es halt eben einfach auf Fehler aufgebaut war, um da eine Wertung herbeizuführen. Okay. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich, das interessiert mich nicht. Weil ich war damals eigentlich nur Fußball und Skifahren interessiert. Okay. Und die Freunde von mir, die kamen dann nach ein paar Monaten wieder und haben gesagt, jetzt fahren wir richtig alles mit Helm und auf Speed und Dingen da. Und ein Freund von mir, dem ist dann der Beifahrer mal ausgegangen, hat gesagt, kann man vorbei, hat gesagt, muss da mitfahren, jetzt, ich hab da keinen anderen. Und dann bin ich meine erste Rallye auf Speed gefahren und das hat mir dann Spaß gemacht. Also auf Geschwindigkeit muss man vielleicht den jüngeren Zuschauern sagen. Auf abgesperrter Strecke, ja, gegen die Uhr, mit allem drum und dran, das hat mir dann Spaß gemacht. Okay. Und dann habe ich mir selber ein Auto aufgebaut und habe halt so angefangen. Was war das für ein Auto? War ein Opel Ascona A. Ah, okay. Also, und ich bin dann mit dem mehrere Veranstaltungen gefahren, sondern war natürlich immer das liebe Geld ein Thema, weil ich bin damals zur Schule gegangen noch und also nach meiner Berufsausbildung. Und dann war es also schwierig, das immer zu finanzieren. Und dann waren wir dann schon in einem richtigen Motorsportclub und da gab es dann natürlich Kollegen, Freunde, die auch gefahren sind und da kam dann das Angebot, da mal mitzufahren und so habe ich also praktisch dann die Beifahrerei kennengelernt und war eine Möglichkeit dabei zu sein, ohne jetzt die hohen Kosten zu haben, wenn man selber fährt. Mhm. Und ja, bin ich mit einem Clubkollegen, bin ich dann die Deutsche Rallye-Meisterschaft im Nachwuchsbereich gefahren, da gab es damals so einen S-Pokal. Mhm. Also sind wir gefahren auf so einem 202 TII damals, das BMW 130 PS. Glaube ich, schon ein spaßiges Auto eigentlich. War ein, ne? So tolles Auto, ja. Tolles, ja. Und haben bis zum letzten Lauf geführt gehabt und dann kam BMW und hat gesagt, ja, sie geben uns also für den letzten Lauf einen Motor und so. Dann habe ich damals zum Josef Tröntle hieß der, gesagt, sage ich, Josef, lass das. Sag ich, der Motor ist jetzt so super, wir sind die ganze Saison gefahren. Warum sind wir jetzt da irgendwas mega 5 PS mehr? Sag ich, das ist so wurscht. Wir müssen nur ankommen, dann haben wir den ONS-Pokal gewonnen und alles ist super. Ja, aber BMW will das und die geben mir dann nicht so einen Motor und mehr Unterstützung und hin und her und so. Ja, auf jeden Fall, wir haben den BMW Werksmotor da rein, dann nach 10 Prüfungen, bumm, hat das Ding schon gekocht, das sind ausgefallen, Motorschaden, und sind halt nur Zweite geworden. Ne? Dann sage ich, ja, super, sag ich, das hat sich jetzt rentiert. Ja. So ist das. Und das war aber für mich dann schon der Einstieg, weil ich in der Saison natürlich aufgefallen bin, weil ich verschiedene Dinge einfach anders gemacht habe wie die Kollegen. Okay. Und habe dann das Angebot gekriegt von einem jungen Nachwuchsmann, damals Walter Smolle, bei Irmscher semi-werkseitig schon zu fahren. Das heißt, bezahlte Spesen, Reisekosten, ein bisschen Taschengeld noch dazu. Und dann
war praktisch schon der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mhm. Ja. Ist Ihnen bei den Rallyes, was Sie da gefahren sind, schon Walter Goll aufgefallen oder gab es da schon Berührungspunkte zu ihm? Oder? Ja klar, der war damals natürlich der große Hero, der war 74 Europameister geworden. Mhm. Ich selber habe das natürlich verfolgt, da war ich noch in der Bank auf der Ausbildung. Wir hatten 72 die Olympiade in München und ich war also aufgrund guter Leistungen in der Bank durfte ich am Olympiagelände, gab es ja damals noch auch so eine Anachronie der Vergangenheit, eine Wechselstube, wo wir also die Wiesen gewechselt haben. Und da war natürlich ein Thema auch die Olympiarallye, die von Kiel, wo die Segelwettbewerbe waren, nach München ging. War die gesamte Weltspitze damals, jedes Werksteam war da vertreten. Und der Walter ist damals auf so einem Capri da vorne weggefahren. Ne? Ja. Und das habe ich natürlich dann verfolgt und das war mein erster Kontakt zu ihm, ohne ihn je live gesehen zu haben. Okay. Ja. Und wo sind Sie ihm begegnet das erste Mal? Dann? Das erste Mal begegnet bin ich ihm dann 75 im November, wie ich also bei Opel vorgestellt worden bin als der neue Beifahrer von dem Walter Smolay. Mhm. Und da war er zufälligerweise in Rüsselsheim in der Werkstatt auch da. Ach, da habe ich ihn das erste Mal getroffen. Okay. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie irgendwann neben ihm gelandet sind? Ja, wir haben natürlich die gleiche Sprache gesprochen, das heißt Bayerisch. Bayerisch, ja, okay. Und wir waren uns eigentlich vom ersten Augenblick an sehr sympathisch. Mhm. Und wir haben dann angefangen zu telefonieren. Ich bin dann zu ihm nach Rendsburg damals noch. Und wir sind zusammen auch trainieren gefahren dann und so. Und er hat sich immer sehr interessiert für das, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und dann war aber keine Chance, sage ich jetzt einmal, zusammenzufahren, weil er natürlich von Opel Vorgaben hatte, mit wem er zu fahren hatte und so. Sein damaliger langjähriger Co-Pilot, der Jochen Berger, war damals dann Einsatzleiter und Teamchef. Und ich bin eben mit dem Nachwuchsmann gefahren, ja. Und haben mir aber da ganz gut geschlagen, obwohl wir auch natürlich zwei sehr schwere Unfälle hatten. Einfach aus der Euphorie heraus, die der Walter da immer Smolay entwickelt hat. Mhm. Und ich war dann am Jahresende eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich fahre dann nicht mehr weiter. Mir ist das kein Spaß dran. Okay. Also, zu gefährlich. Ja. Und dann hat Walter mal so einen Vorstoß gemacht beim Jochen Berger, dass er gerne mit mir fahren möchte. Das hat er von Grund aus abgelehnt. Er hat gesagt, viel zu jung, viel zu grün. Der muss erst einmal lernen. Und dann war das Thema eigentlich da erledigt. Mhm. Und ich habe aber dann ein Angebot gekriegt von dem Achim Warmwold, mit ihm Toyota werkseitig zu fahren. Okay. Also schon richtig gegen Gage und allen drum und dran. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich mit dem Smolay einfach keine Zukunft gesehen habe. Mhm. Und ich wollte es aber probieren, ob das geht. Mhm. Hatte dann natürlich eine Hürde zu überwinden. Das heißt, der Achim Warmwold ist mit englischen Noten gefahren. Okay. Das heißt, also mussten Sie das übersetzen für sich? Nein, ich hab dann in Englisch vorgelesen. Ja. Und dann haben mir alle natürlich gesagt, ja, du bist der Nächste, der sofort aus dem Auto fliegt. Und der hatte also die Beifahrer verschlissen. Okay. Und die hat gesagt, ah, du wirst schon sehen und das wird nichts. Und ich bin dann mit dem Achim gefahren. Wir haben dann die erste Rallye gleich gewonnen, die Sachs-Winter. Okay. Lief alles wunderbar. Und habe mich also da wirklich durchgesetzt. Also der Achim hat auch immer großen Respekt gehabt, was ich also mit ihm gemacht habe. Und ich habe von ihm auch viel gelernt, weil er war sehr präzise, was also die Noten anbelangt. Und weil er war nicht das Hypertalent, wie es zum Walter Röhrl, sondern er musste sich das hart erarbeiten. Und da habe ich natürlich dann auch gemerkt, man muss gewisse Bauernschleue haben, um einfach sich von den Kollegen auch Respekt zu verschaffen. Respekt zu verschaffen, Abstand zu verschaffen und auch Vorteile zu bekommen. Ja. Das haben Sie nachher auch mit Walter immer noch mal manchmal durchgezogen. Klar, so ein paar klar, kleine Tricksereien kommen wir noch drauf. Das ist auch viel mitgebracht natürlich, was also Präzision anbelangt und. Weil ich bin in der Zeit mit dem Rauno Altonen, der damals ein großer Hero war,
für den Walter die Eisnoten gefahren bei der Rallye Monte Carlo. Mhm. Und die hatten ein System, wo ich gesagt habe, das kann es auch nicht sein. Ja. Drei Farben, irgendwo ein Strich drunter. Das war mehr Auge mal Pi als wie Präzision. Und das habe ich dann als erstes bei der Monte 78 komplett umgestellt. Und die Leute, die für uns damals Eisnoten gefahren sind, die haben gesagt, na, das geht ja nicht, das kann man nicht vorlesen. Da habe ich gesagt, das ist nicht euer Problem. Ihr müsst nur reinschreiben, wie das wirklich dort ausschaut. Ja, ja. Und wenn 30 Meter trocken sind, schreibt ihr das rein, weil die brauchen wir. Und die haben das dann wunderbar gemacht und ich habe es auch entsprechend umsetzen und vorlesen können. Und damit war eigentlich der Grundstock für die späteren Monte-Siege gesetzt. Ja. Das ist ja ein Erfolg, der auch nie wieder wiederholt wurde bisher, mit vier verschiedenen Autos, viermal gewonnen. Ja, der Oje hat es also heuer mit dem Citroën eingestellt. Stimmt. Der hat es also jetzt zusammengebracht, wobei das natürlich eine ganz andere Dimension ist, wie es damals war. Ja. Klar. Okay, so und dann sind Sie bei Walter Röll im Auto gelandet. Ja, das war eigentlich ein Zufall geschuldet. Wir waren 76 mit dem Opel-Werksteam in San Martino di Castrozza. Mhm. Und der Walter ist 77, wollte die mit einem privaten Porsche nochmal fahren. Und da war natürlich Budget auf Kante und kein Geld da und so. Und dann hat er gesagt, da fahren wir, weil du kennst das und dann können wir mal schauen, wie das alles funktioniert. Und, okay. Und wir haben dann das Training gemacht und so. Und dann war natürlich schnell klar, wir können mit unseren beschränkten Mitteln, Service, Reifen, Felgen, das nicht machen. Mhm. Und der Walter hatte damals schon gute Drähte ins Fiat-Team hinein, zu den Kollegen. Und die haben uns dann zum Abendessen eingeladen. Und wir wollten dann am nächsten Tag nach Hause fahren, weil es keinen Sinn gehabt hat. Und zu diesem Abendessen kam dann der Daniele Odetto als Fiat-Teamchef. Mhm. Ich kannte den nicht. Ich habe nicht mal gewusst, wie der ausschaut. Und der kam relativ spät und da war also genau ein Stuhl am Kopfende, war noch frei, der war für ihn. Und ich bin daneben gesessen. Und so kamen wir dann ins Gespräch. Und dann habe ich ihm erzählt, dass wir morgen nach Hause fahren, weil das alles nicht geht und Ding. Und dann hat er gesagt, da kommt er überhaupt nicht in Frage, er gibt uns ein Fiat und wir können Fiat fahren. Und ich, aufgrund dessen, dass ich ihn eben nicht kannte, habe ich zum Walter gesagt, sag ich da, ist ein Verrückter. Den musst du mal unterhalten, der will uns ein Fiat geben. Ja. Ja, und dann hat der Walter das mit dem ausgeknapst und dann sind wir dort das erste Mal im Fiat-Werksauto gesessen und haben uns also da mit Monari auf dem Stratos gematcht. Fiat-Leute sind total aus dem Häusl gewesen, weil die ganzen etablierten Fiat-Fahrer waren auch da. Mhm. War ein Europameisterschaftslauf im höchsten Koeffizienten. Und wir haben also die Fiat-Leute alle im Griff gehabt und haben uns eben mit Monari noch vor den zwei anderen Werkstratos gematcht um Gesamtsieg. Ja. Und der Audetto hatte da riesen Spaß dran. Der Fiore als Lancia-Teamchef hat das nicht das so prickelnd gefunden. Ja. Und dann kam der Audetto nach der ersten Hälfte und hat gesagt, dass er möchte, dass wir für Fiat den nächsten Weltmeisterschaftslauf in Kanada fahren. Okay. Und dann war natürlich ein Problem implementiert. Ja. Walter hatte einen Opel-Vertrag, ich hatte einen Toyota-Vertrag, hätte einen deutschen Rallye-Meisterschaftslauf fahren müssen. Und ich habe aber dem Walter zugeredet, weil ich so fasziniert war von der Organisation in dem Fiat-Team, welcher Präzision und Professionalität das gemacht hat. Und ich habe gesagt, das ist die Zukunft. Wenn du jemals in dem Sport was erreichen willst, musst du Fiat fahren. Ja. Ja. Und ja, das war dann ein ziemliches Bauchhöhe-Thema. Aber im Endeffekt haben wir das gemacht. Mussten dann vor der Zielankunft noch 4,5 Minuten auf den Verini warten, damit der in der Meisterschaft die Punkte kriegt und nicht wir. Und sind dann direkt von San Martino mit einem Fiat-Chauffeur zum Flughafen gefahren worden nach Mailand und sind nach Kanada geflogen. Ja. Wahnsinn eigentlich. Also, ja, wie hemdsärmlich das damals eigentlich ging. Ja, keine natürlich kein Gepäck dabei, ja, sondern nur das, was man halt so für 5 Tage Rallye braucht. Und
Und das war also dann schon natürlich großes Abenteuer und eine große Faszination. Ja, natürlich, gerade wenn man das Wir haben dann am Flughafen den Marco Allain getroffen, den Timo Mäkinen damals, der ja die ganz großen das Fahrer, ne? große Thema war, und eben der Timo Salonen, auch als Newcomer, der nur Finnisch gesprochen hat, also mit dem konnte man gar nicht kommunizieren. Und na, das war also schon... Aber trinken konnte man mit denen? Oder? Ja, wobei wir haben damals nicht so viel getrunken. Also, aber die Jungs haben dann da schon die Schweden richtig einen auf die Lampe gemacht. Okay. Und, wobei der Marco als Finne auch relativ verhalten getrunken hat. Also es war einer der wenigen Finnen, der nicht dem Alkohol gefrönt hat zur damaligen Zeit. Es gibt die Geschichte, dass die im Flugzeug sich da... Der Timo hat sich, also der Salonen hat sich da mit seinem Beifahrer dermaßen die Lampe zugegossen. Die Einreise in Kanada, die hat sich damals dann etwas schwierig gestaltet. Ja. Aber es ist alles gut gegangen, war also dann schon okay. Aber da war für mich natürlich komplettes Neuland. Ich war ja noch nie dann so unterwegs gewesen. Stehen, ne? Ja. Wie war das erste Mal neben Walter Röll zu fahren? Haben Sie gleich gemerkt, oha, der hat besonderes Talent oder der fährt anders als alle anderen? Oder? Ja, klar. Ich habe mit ihm ein paar so Trainings gemacht. Also, wo sein Beifahrer, der Billy Peter Pitz, keine Zeit hatte, da bin ich halt dann mitgefahren und so. Und habe dann natürlich schon gemerkt, dass er damals auch schon diese super Zeitlupenhafte hatte. Also hinterm Lenkrad gab es da nie Hektik. Es war immer wie in super Zeitlupe und sehr cool und sehr kontrolliert auch die Fahrzeugbeherrschung, die er natürlich da an den Tag gelegt hat, damals schon, war phänomenal. Also man hat dann schon die Riesenunterschiede gemerkt. Ich bin ja damals mit dem Achim Wambold gefahren, der natürlich nicht das große Talent hatte wie den Walter. Und da hat man also dann schon gemerkt, das ist eine andere Dimension. Okay, ja, Wahnsinn. So, und dann kam die erste Rallye und dann haben Sie gesagt, was ja eigentlich aus heutiger Sicht fast gar nicht zusammengeht, dass Fiat Italiener so professionell waren und alles so toll organisiert war, aber die haben das einfach mit Gewalt, haben die gesagt, wir wollen Rallye, das ist, darauf setzen wir, das strahlt ab, und da haben die ein Team zusammengestellt, was von der Größe her, von der Professionalität unglaublich, weil sie nur First Class geflogen, die Teamklamotten, das hat alles gepasst. Man hat sehr viel Liebe zum Detail, wirklich professionelles Team auf die Beine gestellt. Man hatte natürlich auch viel Erfahrung, weil Fiat ja schon in den 60er Jahren angefangen hat, Autos einzusetzen. Mhm. Damals 124er Spyder und so. Der Rallye-Sport in Italien einfach zur Lebensmentalität und zur Philosophie gehört hat. Mhm. Also es war zum Beispiel dann in den 70er und 80er Jahren so, dass Söhne und auch Töchter reicher Familien sind Rallye gefahren. Okay. Ja, also es gab so eine zweite Welt in Italien, wo also dann auch so Semi-Werksteams, Jolly Club war damals so ein Thema, dann auch bei Opel gab es in Italien professionelle Privatteams, die mit sehr viel Aufwand so eine italienische Rallye-Meisterschaft beschickt haben, okay, oder Europameisterschaft gefahren sind. Und das war natürlich auch eine zweite, heute würde man sagen, Vermarktungsebene für Ex-Werksautos. Man hat also Autos, die also dann im Werk 3, 4, 5 Rallyes gefahren sind, an diese Teams abgegeben. Die haben die revisioniert und haben die dann in den Meisterschaften eingesetzt. Und dadurch war natürlich eine viel breitere Ebene da, wie wir das in der modernen Zeit kennen. Und auch die verrückteren Fans, oder? In Italien. Das natürlich. Und Rallye-Sport war Italien, Portugal extrem populär. Mhm. Selbst bei so einem Meisterschaftslauf in Italien waren zigtausend Zuschauer da. Und das ist dann im Prinzip später durchs Motorradfahren abgelöst worden, wo ja auch in Italien, Spanien eine ganz andere Dimension herrscht wie bei uns in Deutschland. Ja, stimmt. Eigentlich immer so ein bisschen der günstigere Sport für für die breite Masse, weil man halt da eben viel mehr Leute erreicht hat. Ja. Und dadurch hat der Rallye-Sport in den 80er Jahren in Italien eine Dimension
erreicht Starterfelder beim normalen Meisterschaftslauf 180, 200 Autos. Das unvorstellbar. Ist, das ist wirklich unvorstellbar. Ne? Ja. Das erste wirkliche professionelle Angriffsjahr auf Fiat war 1978. Volle Saison. Wir haben zwei Weltmeisterschaftsläufe gewonnen, Griechenland und Kanada. Wir hätten Sanremo locker gewinnen müssen, hatten dann einen relativ kuriosen Unfall. Wir haben schon geführt gehabt mit 6,5 Minuten im strömenden Regen. Also einfach einen Sieg weggeschmissen. 6,5 Minuten finde ich immer toll. Das sind die Zahlen. Ja, das waren immer ganz andere Abstände wie heutzutage. Ja. Unglaublich, ja. Und wie ist der Unfall passiert? Was war das? Ja, wir hatten ein Problem im Getriebe. Es war also in der Nacht, während der Morgen, strömender Regen. Und ging es bergab auf einer Prüfung auf Asphalt, also mit strömendem Regen. Und da waren 5 Linkskurven. Und der Walter war nicht sehr konzentriert, weil er auf das Getriebe da gehört hat. Und hat einfach die letzte von den 5 Kurven als 4. Gesehen. Und dann war natürlich, wenn du da mit 160, 170 bergab kommst, war der Weg zur Kehre natürlich zu kurz. Und er hat dann das Auto so quergestellt und noch versucht, Geschwindigkeit abzubauen. Und dann sind wir natürlich in der Kehre, da war außen so ein Mäuerchen, sind wir quer, dann haben wir uns nach unten überschlagen. Und da unten war dann so ein Geräteschuppen. Da sind wir also auf den Hausgiebel da gefallen. Und der Giebel hat genau hinter dem Überrollbügel eingeschlagen. Also wir hatten dann so der Fiat war dann ein Pickup. Dann kam Audetto und zum Ende der Prüfung und der Walter ist dann da runtergegangen, weil der war natürlich total zerknirscht und der Audetto wollte ihm dann ein bisschen helfen und sagen, ja, wir sagen dann, und da war ich will. Und dann hat der Walter gesagt, nein, ich bin das größte Arschloch überhaupt. Ja, das ist mein Fehler, mein ureigenster Fehler. Also, und so werde ich das auch sagen. Hat er nicht gesagt, der Beifahrer hat falsch vorgelesen oder was, sondern er hat gesagt, war mein Fehler, ich habe nicht aufgepasst, aus Feierabend. Und dann, Jahr 79? War so ein Transmissionsjahr, weil Fiat entschieden hat, Hauptschwerpunkt auf die Safari zu setzen, 79 aus Marketinggründen. Wir sind in Monte Carlo gefahren, sind wir ausgefallen, letzte Prüfung, Turini rückwärts mit Motorschaden, waren ganz bequem Dritte gewesen und dann war eben Safari und Safari war damals schon eine ganz harte Kiste, also 5000 Kilometer in 3 Schleifen, Etappenfahrzeiten von 30, 32 Stunden und also das heißt 30 Stunden durchgängig im Auto? Ja, ja. Also das muss man hat sagen. Eigentlich nur gestoppt, um Service zu machen, zu tanken. Und dazwischen drin waren halt so Zeitkontrollen mit so Restholz, also relativ kurzen Pausen, wo man mal 2 Stunden das Feld wieder zusammengezogen hat. Ja? Okay. Weil so über 5000, also eine Etappe, 1200 oder 1400 Kilometer, zieht sich das Feld natürlich auseinander. Also das muss man einmal durch Deutschland von Norden bis Süden am Limit, über Feldwege. Über Feldwege und das Ganze Schotter. Dann auch wieder zurück und wieder nach oben und wieder zurück, weil 5000 Kilometer sind schon weit. Aber eine Etappe, das ist ja unglaublich. Ja. Und dann natürlich die ganzen Unabwägbarkeiten mit den Tieren, auch mit den Menschen natürlich, die ja eigentlich wussten, es ist Safari, weil die war immer Ostern. Mhm. Je nachdem, wie spät Ostern war, war es natürlich auch schwierig mit sehr viel Regen. Also, das heißt, klar, die ganzen klar. Wege sind natürlich dann überflutet und diese schweren Regenfälle in Afrika, die ja sehr partiziell oft sind, setzen dann einmal so 50 Kilometer einfach unter Wasser. Ja. Und es gibt dann natürlich auch entsprechende Probleme. Mhm. Und Durchfahrten. Bei Wasserdurchfahrten, Flüsse schwellen unheimlich schnell an. Also da macht eine Viertelstunde unheimlich viel aus. Und mit sowas müssen sie sich halt dann auseinandersetzen. Da hat man sich teilweise durch Flüsse durchziehen lassen und man musste Leute bestechen. Mega gefährliche Nummer. Wie stellt man sich das vor in Afrika? Und dann mit einem Walter Röhrl an Bord, der ja sagt, er hat immer keine Tiere, er will keine Krankheiten haben. Und ja, das war man muss natürlich sagen, der Walter war natürlich extrem vorbelastet. Der ist 76 der Safari gefahren, im Opel-Werksteam mit einem schwedischen Beifahrer.
Der Klaus Bester war mega Hallodri, ja. Also der hat jetzt, er war zwar vom Namen her ein guter Beifahrer, solange er mit Schweden gefahren ist, in der schwedischen Mentalität untereinander mit viel Alkohol geht es vielleicht, ja. Aber mit einem Walter war das natürlich ganz, ganz schwierig. Und, ja. Und der Klaas war also mehr krank oder hat vorgegeben, krank zu sein. Und das hat sich also da durch die Nachtclubs in Nairobi gekämpft. Echt, sowas hat er sich getraut. Und der Walter ist im Hotel gesessen und hat immer darauf gewartet, dass dem endlich besser geht. Ja, aber der Klaas war jede Nacht unterwegs. Und da ist er halt dann in der Not, ist er dann einmal mit der Frau vom Schekameter eine Etappe angefahren und so. Und hat sich dann natürlich... Er hat den schlechtesten Start in Afrika überhaupt gehabt. Ist halt, wenn du ein Land nicht positiv kennenlernst, dann ist es schwierig, das umzubringen. Baust du da eine Allergie auf, die auch nicht mehr zu reparieren ist. Und wie wir dann 79 Safari-Training gemacht haben, kam natürlich erschwerend dazu, dass wir Serienautos hatten. Da fährst du dann wirklich bei Sonnenaufgang los, weil du auch nicht mehr entsprechend zügig fahren kannst, sondern auf das Auto aufpassen musst. Und dann zieht sich alles natürlich extrem. Mit einem weichen Serien Fiat 131 durch Afrika. Ja, keine Ersatzteile, weil das Modell damals neu war und die Dämpfer durchgeschlagen. Also das war mehr so eine Sänfte. Und dann, das ist dann schon sehr, sehr schwierig, da 5000 Kilometer aufzuschreiben. Und mit wie viel PS im Auto? 70? Ja, 70 oder 80, was das Ding damals hatte. Also Katastrophe eigentlich. Ja. Wahnsinn. Aber wir haben trotzdem dann bei der Rallye geführt und bis uns dann halt in der Nacht da oben eben auch das zum Verhängnis wurde, da in der Savanne, dass es schwer geregnet hatte und alles eigentlich überflutet war und du die Wege einfach nicht erkennen konntest. Ja. Und wir damals dann auch ein bisschen schlecht aufgestellt waren von der, es gab sogenannte Mud Crews, die also dann kamen, um sie durchzuziehen durch einen Fluss oder zu befreien, wenn man sich irgendwo festgefahren hat oder so. Waren aber nicht von Fiat? Die waren von Fiat. Achso, die waren von Fiat, okay. Also jedes Team hatte seine eigene Mud Crews. Mhm. Und genau an dieser Stelle, wo uns das passiert ist, war einer, der hat zwar so ein Toyota Allrad-Ding gehabt, aber mit komplett abgefahrenen Reifen. Und der ist da, wo wir hingekommen sind, ist der mit seinem Auto schon gar nicht mehr hingekommen, obwohl er Vierrad hatte. Ja. Und wir sind also da über 2,5 Stunden in der Prärie gesessen und haben darauf gewartet, dass uns da jetzt einmal endlich einer rauszieht und so. Aber eingeschlossen im Matsch mit Wasser im Auto, oder? Ja. Also da ist der Fluss quasi durchs Auto durchgeflossen. Ja, das war also alles überflutet. Und wir haben uns also da festgefahren gehabt und dann stand das Auto praktisch bis... zu den Achsen im Wasser drin. Okay. Und dann sitzt halt im Auto und wartest drauf. Schaust, wie das voll läuft. Was dann noch passiert. Und du bist in der Savanne, also... Kein Handy? Kein Handy, wir hatten Funk, aber das war dann auch die Zeit, wo der Flieger am Boden war zum Tanken. Also da kam halt dann alles zusammen. Das heißt nur warten. Nur warten. Nichts machen und dann können. Nicht aussteigen, weil wilde Tiere draußen sind. Und dann siehst du also so... In einem Abstand von 500 oder 600 Metern siehst du dann die Lichter von den Kollegen, die sich also da irgendwo anders durch den Busch kämpfen. Ja. Und dann haben sie uns da endlich rausgezogen gehabt. Dann waren wir immer noch Dritte. Und dann ist uns im Morgen, haben wir in so einem langen Schlangenloch, haben wir uns dann das rechte Traggelenk abgerissen. Dann mussten wir, sind wir wieder 2 Stunden gestanden, bis das repariert war und. Und dann sind wir am Schluss noch Achte geworden. Ja. Aber das war auch nicht mehr wichtig. Also, ja, klar. Also, die Wut hat dann wahrscheinlich überwogen. Ja. Und wenn man in Afrika dann stand, also klar, die wussten, die kannten auch die Strecken, die Teams. Man ist losgefahren, man ist irgendwann angekommen. Wenn man nicht angekommen ist, haben die sich dann auf die Suche begeben und gesagt, die müssen jetzt irgendwo einen Unfall gehabt haben. Ja, also es gibt die vorgegebene Strecke. Das heißt, man hat immer wieder die Servicepunkte. Mhm. Und dann hat man einen Flieger in der Luft, der also die Kommunikation aufrechterhält, also Sprechfunk. Also eine Relaisstation. Als fliegende Relaisstation. Und mit denen hatte man dann Kontakt, man ist da und da. Oder wenn man ein Problem hatte, hat man gesagt, man hat das und das. Und am nächsten Service ist das und das vorzubereiten und so. Und das hast du als Beifahrer
am Kopfhörer immer am rechten Ohr. Ja, also du hörst die ganze Kommunikation, weil dann natürlich auch viel gesagt wird, was die anderen für Probleme haben, wo aufzupassen ist und wo was passiert ist und solche Dinge. Also neben einem normalen Vorlesen hörst du dann auch immer so mit einem halben Ohr auf das, was da am Punkt geredet wird. Also Multitasking ist tatsächlich ein Thema, was du musst nebenbei noch die Zeiten rechnen. Ja. Das heißt, man versucht ja, so fahrzeugschonend wie möglich zu fahren. Das heißt, man fährt nicht so schnell wie möglich, sondern man versucht, das Auto nach bestimmten Schnitten und Zeitvorgaben zu bewegen. Das heißt, es gibt natürlich auch so Etappen, die, was weiß ich, 100 oder 150 Kilometer sind, gibt es natürlich relativ gut fahrbare Abschnitte, wo man zügig vorwärts kommt. Und dann gibt es wieder Abschnitte, wo es extrem schlecht ist, wo man über gewachsenen Fels fährt oder sonst irgendwas. Die Gefahr, sich im Reifenblatt zu fahren, das Auto aufzuarbeiten, muss man da natürlich dann entsprechend vorsichtiger fahren. Das heißt, man muss auf bestimmten Abschnitten Zeit reinfahren, um dann was in der Hand zu haben, um auf diesen schlechten Abschnitten wieder langsamer fahren zu können. Und die Taktik haben Sie auch. Das habe ich immer mitgemacht. Als Rennfahrer kriegt man das gut hin, dass man die zum langsamen Fahren ermuntert? Ja, ja, klar. Ja, wir haben zum Beispiel, dann kommen natürlich so Situationen auf, wo ich sage, wir sind gut in Zeit, plus zwei oder so, man fährt also dann normale Geschwindigkeit dahin, dann kommt von hinten ein Kollege an und fängt das Drücken an und hin und her. Und dann kommt natürlich die übliche Frage vom Fahrer, hast du das im Griff? Ja? Warum fährt der so schnell? Also im Spiel einer, der überholen will und man sagt, fahr langsam, das passt schon. Und dann sagst, passt schon. Und dann fährt der also ein bisschen rechter hin und lässt den vorbei. Dann musst du natürlich aufpassen, dass wenn dich der überholt, der die Scheibe nicht kaputt schießt. Ja, durch die fliegenden Steine und so. Und dann ist natürlich ein ungutes Gefühl im Auto, ob das jetzt alles passt. Ja. Ne? Ja. Und das ist dann natürlich ein innerer Reichsparteitag, wenn du dann da schlechten Weg hochkommst, da steht die Zeitkontrolle, du fährst dahin, stempelst und fährst weiter. Und der Kollege steht also da seit 5 Minuten oder was und hat das Auto strapaziert und hat nichts gewonnen dabei. Ja. Landen wir mal im Jahr 1980, wo alle Träume in Erfüllung gegangen sind, wo alles gelaufen ist. Was ich vielleicht vorweg ganz interessant finde, Sie haben sich ja immer bestimmte Rallyes ausgesucht. Heutzutage ist es ja unvorstellbar, dass man sagt, das erste Rennen fahre ich mit, dann fahre ich nach Monaco und dann fahre ich hier noch zwei. Das haben Sie aber früher gemacht. Sie sind gar nicht in den Rallye-Weltmeisterschaftslauf gefahren. Ja, das ging gar nicht, weil die Rallye-Weltmeisterschaft ist auch heute eigentlich noch so, besteht aus 14 Läufen. Mhm. Das heißt, da sind Rallyes dabei und es ist wirklich eine Weltmeisterschaft. Also Kernpunkt ist zwar Europa gewesen, aber wir sind in Neuseeland gefahren, wir sind in Australien gefahren, wir sind in Südamerika gefahren, wir sind in Kanada gefahren. Das heißt, das ist natürlich alles sehr reiseintensiv, auch sehr arbeitsintensiv in der Vorbereitung. Und man kann keine 14 Rallyes im Kalender fahren. Okay. Und die Weltmeisterschaft war so aufgebaut, dass 8 Ergebnisse zur Weltmeisterschaft zählen. Okay. Also Sie können 10 fahren, aber es zählen nur die 8 besten Ergebnisse. Ah, okay. Sie haben sich immer dann 8 rausgesucht, die zum Auto und zum Fahrer passen. Springen war nicht so bald das Thema. Die skandinavischen Rallyes. Ja, 1010 ist er nie gefahren, was ich sehr bedauert habe, weil ich geglaubt und fest davon überzeugt bin, dass er der erste Europäer, Mitteleuropäer gewesen wäre, der dort gewinnen hätte können. Hätte zwar 2-3 Jahre gedauert, aber er vom Talent her und von der Anlage her wäre er in der Lage gewesen, so eine 1010 zu gewinnen. Aber er hat das halt immer so argumentiert, dass er gesagt hat, ja, die Jungs, die haben ja alle schon 10 Jahre Vorsprung. Ja. Und bis ich mir das erarbeite, brauche ich nicht. Ja. Oder er hat auch gesagt, wenn ich damit fahre, dann hätte ich auch Pilot werden können, so oft wie die Haus in der Luft sind. Ich bin dann zweimal mit dem Hanno Mikola gefahren und darum bin ich überzeugt, dass er das top drauf gehabt hätte. Okay. Wir haben also 1010 nie gefahren, also für uns war der August, wo die 1010 stattgefunden hat, eigentlich immer der Urlaubsmonat. Also okay, und war ja auch nicht so unangenehm. Ne? Und von dort aus dann wieder eingestiegen, San Remo oder Corsica, je nachdem, was halt im Kalender war damals.
mit entsprechend guter Vorbereitung und allem drum und dran. Okay. Aber und Highlight war immer Rallye Monte Carlo. Rallye Monte Carlo, genau. Da sind aber dann ziemlich alle mitgefahren, ne? Das ganze Feld. War immer das, top besetzt und, ja. Und ist auch heute noch die Rallye mit den größten Herausforderungen, weil du einfach von der Wetterlage her und von der Geografie her auch, dass du immer über Pässe drüber musst und so. Und da natürlich auch die Straßenverhältnisse laufend wechselnd sind, musst du immer hohes Risiko in der Reifenwahl gehen und ist immer noch die herausforderndste Rallye. Und da haben Sie das erste Mal gewonnen. War das großer Traum, der eigentlich nur einmal die Monte Carlo gewinnen wollte? Der 80 war auch natürlich gegen mit starken Teamkollegen. Ja. Und du musst immer erst einmal den Teamkollegen schlagen, ja. Der ja dieselben Voraussetzungen wie du hast. Die Italiener haben das immer perfekt gehandelt. Also alle Autos waren von der Motorleistung her gleich. Also wir waren ein PS Unterschied maximal. Mhm. Und die Autos waren gleich vorbereitet und jeder hatte dieselben Reifen zur Verfügung. Mhm. Und der Teamkollege war immer schon die erste Hürde. Und dann natürlich die Jungs auf den anderen Wettbewerbsfahrzeugen. Das war also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Genau, das war ganz emotionales Thema. Ne? Sehr emotionale Geschichte. Wie war das mit Walter? Der hat das dann gewonnen und Sie haben gemerkt, neben ist jetzt einer, der jetzt seinen großen Lebenstraum verwirklicht. Ja, das war natürlich, ich meine, in dem Moment ist einem das noch nicht so bewusst, weil mir das auch nicht so klar war, dass für ihn eigentlich damit alles erreicht war. Ja. Mhm. Und es hat dann schon viel Überredungskunst gebraucht, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt erst eigentlich losgeht. Ja. Reden wir noch mal ein bisschen über die Siegerehrung, sind dann da runtergefahren und da gab es den berühmten Handkuss, oder? Das war ja, als Beifahrer bist du ja immer, sag ich mal, im Schatten des Fahrers, das ist ganz klar, wusste ich von Anfang an. Und ich war natürlich von dieser Grace Kelly immer schon fasziniert gewesen. Ja. Und dann hast du die also da vor dir stehen und ich habe mir das schon überlegt gehabt und ich war mit dem Herbert Völker, der damals als Journalist unterwegs war, habe ich gesagt, Handkuss, Wien, wie geht das, ja? Was ist da los? Ich sage, da spinnst du, kannst du nicht machen, das ist völlig gegen die Etikette und Ding und da. Ich sage, mir scheißegal, ich mache das. Hab das dann auch gemacht, sie hat dann sehr gelacht und dann ist ja nach der Siegerehrung war noch so, ist dann so ein Empfang, wo man also so im kleineren Kreis sich also dann unterhält und so, dann habe ich mit ihr gesprochen und so, dann hat sie gelacht. Hat sie gesagt, das hat sie bisher noch keiner traut. Aber man hat jetzt eine gute Geschichte zu erzählen. Ja, klar. Und das sind tolle Bilder, also das muss man echt sagen. Das war natürlich die damalige Zeit, wenn man die da stehen sieht, Renier, Grace Kelly, Walter und sie davor. Walter verzieht keine Miene. Ja, der war natürlich total geblättet. Sein großer Lebenstraum natürlich da in Erfüllung gegangen ist. Und dann wirst du natürlich auch da entsprechend rumgeschubst. Das ist ja, die Zielankunft ist bei der Monte Carlo immer am Freitagmorgen gewesen, da im Hafen. Und dann bist du ja, obwohl du top müde bist, weil du bist 24 Stunden nonstop im Auto gesessen, unter höchster Anspannung. Aber du bist dann natürlich auch so voll mit Adrenalin, das läuft ab wie in Trance. Ja? Also Zielankunft, Champagner, bam, Interviews, Pressekonferenz, Hotel umziehen, Mittagessen, war so Moe Chateau-Empfang immer in so einem Club da am Wasser. Das ging dann bis nachmittags um 4:30. Da ist dann die ganze Inneneinrichtung von dem Lokal ist da im Kamin verheizt worden. Also das war Party pur. Ja. Und dann kommst du da um 4:30 ins Hotel, schläfst eine Stunde und dann geht's schon wieder weiter. Teamabendessen. Und dann war ich damals natürlich auch so, dass ich gesagt habe, Jungs, jetzt gehen wir ins Jimmys und jetzt machen wir einen drauf. Ja, und dann kommst dann morgens um 5 ins Hotel und musst um 8:30 wieder aufstehen, weil dann Siegerehrung vor dem Schloss ansteht. Ja. Ein paar tausend Mark ärmer wahrscheinlich. Ja, aber das sind halt auch so Dinge, die musst du machen, weil ja, die Jungs natürlich auch mitfiebern, das miterleben, wirklich emotional auch dabei sind und wirklich einen tollen Job machen und dann gibst du halt dann mal einen aus und dann ist halt dann der Partytime. Ja. Wahnsinn, einmalige Erlebnisse, um die sie, um ehrlich zu sein, ein bisschen beneide. Das erleben nicht viele, ne? Ja, es ist Leben schon immer toll gewesen. Ja, klar. Ja, vor allem, genau, Sie können sagen, es ist immer toll gewesen, weil Sie haben es ja oft genug erlebt eigentlich. Ne? Ja, wir haben es viermal mitgemacht.
Wie ist das zu Hause gewesen? Ist da die Presse auf Sie dann auch irgendwann mal so? Deutschland war vielleicht nicht so das Rallye-Land noch, ne? Und gerade wenn man mit Fiat fährt. Ja, aber durch das, dass wir haben 78 zwei WM-Läufe gewonnen. 79 war ein bisschen ein trockenes Jahr, aber da ist die Medienlandschaft schon ein bisschen aufmerksam geworden. Ja. Ja. Und da war natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit in der Nachrichtenwelt. Und da war halt das Medium Zeitung war damals natürlich noch und Radio natürlich das Medium. Und gerade die Rundfunkberichterstattung von der Rallye Monte Carlo war natürlich immer der große Renner. Gab es da schon diese Fans, die Sie auf der Straße angesprochen haben? Oder nein, das war damals noch alles relativ entspannt. Also das war eher so ein Freundeskreis oder okay. Der richtige Hype ging dann erst los, wie wir 80 die WM gewonnen haben. Ja. Da ging es dann rund. Monte Carlo und das Jahr war ja insgesamt ja, eigentlich Wahnsinn. Also das war nicht alles so selbstverständlich. Wir hatten damals den Streik bei Fiat. Das ist eine tolle Geschichte, das müssen Sie erzählen. Ja. Wo die Sportabteilung auch bestreikt worden ist. Mhm. Das war noch zu Zeiten Brigade Rosse und so. Das hat man heute gar nicht mehr am Schirm. Ja. Das heißt Terrorismus in Italien vom Schlimmsten. Mhm. Und natürlich in einer Welt, die auf sowas überhaupt nicht vorbereitet war. Mhm. Und dann eben die Streiks von den Gewerkschaften da bei Fiat und so, die dann auch die Sportabteilung betroffen haben. Und es gab ein Auto, das war ein Testauto, mit dem die Tests bei den Rallyes vor Ort gefahren worden sind, im Vorfeld der Rallyes. Das stand in Mailand und hatte natürlich jetzt keinen Topmotor, kein Topgetriebe und so. Und der Giorgio Pianta, der damals technischer Direktor war, würde man heute sagen, hat dann aus dem Werk so einen Motor geholt und ein Getriebe und ein paar Ersatzteile noch und hat es in einer Nacht- und Nebelaktion da aus dem Werk rausgefahren und da waren halt Streikposten, die ihn dann verfolgt haben und so. Und der Pianta konnte zum Glück gut Auto fahren. Also man durfte nichts rausholen? Und der musste quasi aus seinem eigenen Werk klauen. Ja, und die haben das dann da, hat er das rausgeholt mit der Mechaniker noch zusammen und haben sich also dann da mit diesen Streikposten dann da eine Verfolgungsjagd geliefert durch Turin, durchs Nächtliche. Und so konnten wir also dann weiterfahren. Korsika, also erst San Remo und dann Korsika fahren und so die Weltmeisterschaft überhaupt sichern. War damals ein weißes Auto, weil das war ein Testträger und ein sehr leichtes Auto, weil es also ein Experimentalauto war. Und mit dem sind wir dann zwei Weltmeisterschaftsläufe gefahren. Ja. So, und dann? Und dann, ich meine, die Weltmeisterschaft ist immer die Summe aus einer Saisonleistung. Ne? Also das ist, ich sage jetzt einmal so, das Sahnehäubchen obendrauf, weil du im Prinzip fährst du von Weltmeisterschaftslauf zu Weltmeisterschaftslauf, das Ergebnis zählt. Mhm. Und dann irgendwann, wenn du am Schluss einen Strich drunter machst, bist du halt Weltmeister oder Zweiter oder Achter oder was auch immer. Mhm. Und der Gewinn der Weltmeisterschaft 1980 hat uns natürlich eine ganz andere Dimension auch medial gegeben. Und da kam es eben dann zu dem Schritt, zu Mercedes zu gehen, was natürlich dann ein Rohrkrepierer war, aber ich sage ja, das Leben besteht nicht nur aus dem Weg nach oben, sondern es gibt auch wieder Rückschläge und Tiefschläge und das formt dich und macht dich auch besser und das gehört mit dazu. Da sind Sie übrigens beide ein tolles Beispiel für, weil man denkt ja, mein Gott, das ist jetzt der überragende Fahrer, das überragende Team, Rallye-Weltmeister, alles Mögliche gewonnen, mit großem Abstand teilweise gewonnen, also wirklich die Konkurrenz im Grund und Boden gefahren, dann geht es nur noch bergauf. Aber das erlebt ihr jetzt auch ein Sebastian Vettel bei Ferrari. Es gibt dann halt manchmal Sachen, die man überwinden muss. Sie haben es mit Mercedes erlebt, was ja auch ganz interessant ist eigentlich. Dass Mercedes hat dann ja sehr ehrgeizig versucht, oder vermeintlich ehrgeizig versucht, in die Rallye einzusteigen. Und ja, da hat man halt leider auch das Problem, dass der Waxenberger, der damals Mercedes Sportchef war und Einsatzchef war, das war auch in erster Linie natürlich ein Ingenieur. Mhm. Der hat im Prinzip, wir haben das ja zum Teil selber miterlebt, was der also für Eskapaden geliefert hat und wie halt damals im Stile Mercedes war halt alles mit viel Geld platt zu machen. Ja. Und
Ich bin mit dem Achim Warmwald damals 77 das Vortraining gefahren für London Sydney. Das war im Prinzip so der erste Auftritt von Mercedes in der Rallye-Szene. Wobei London Sydney natürlich eine Endurance-Rallye war, wie heute vergleichbar mit der Dakar-Rallye, ohne sportlichen Wert. Und war natürlich dann bei den PR-Leuten sehr beliebt, weil, ja, hört sich ja toll an. London Sydney. Ja, ja, und, genau. Man kann Produktqualität demonstrieren, mhm, und. Und da bin ich eben mit dem Achim Warmwald damals London Madras gefahren, als Vorbereitung für die anderen, also Streckenbuch machen, weil es gab vom Veranstalter kein Streckenbuch, das musst du dir selbst erfahren, Servicepunkte festlegen, da ist dann das Zeug hingeflogen worden, die lokale Mercedes-Organisation hat dann dort Mechaniker hingestellt, die getankt haben, die Reifen gewechselt haben und dann ging es also weiter. Und Mercedes ist dann ja in die Rallye-Weltmeisterschaft gekommen, mit damals mit dem 450er SLC, also ein Riesenschiff. Mhm. Arno Mikkola ist dort gefahren, Bernd Wöldegard. Und die sind in erster Linie diese Langstreckengeschichten gefahren. Okay. Weil das Auto natürlich keine Sprintqualitäten hatte. Und da waren sie ziemlich erfolgreich. Also auch mit Automatik, glaube ich, noch, oder? Auch mit Automatik. Und schon sehr Mercedes. War schon so eine S-Klasse nehmen können eigentlich. Ja, ja. Und wir haben das halt immer beobachtet, was da so abgeht und so. Und Waxenberger kam aber dann schon Mitte der 80, also 1980, und gesagt, ja, sie haben ein langfristiges Programm und Mercedes wird 100 Jahre und da wollen sie also dann die Weltmeisterschaft gewinnen. Und hatten also schon einiges in der Pipeline, was also nicht so falsch war. Mhm, okay. Und ich bin dann 80, wie wir mit dem Fiat-Vertrag schon fertig waren, bin ich mit Mercedes zur Rallye Elfenbeinküste mitgefahren, um mir die Organisation näher anzuschauen und so. Und da habe ich dann natürlich schon gemerkt, dass der Waxenberger schon auch sehr strange Ideen hat. Und wie hat sich das geäußert? Mit dem Sport eigentlich nicht so wirklich zu Hause war. Ja. Und auch sehr rabiat war. Also, okay. Und auch ein bisschen cholerisch war. Die Leute angeschrien hat, zur Sau gemacht hat. Also der Führungsstil war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig von ihm. Und ich kannte natürlich auch verschiedene Kapriolen von ihm, wo er also ein Auto da in Stuttgart auf dem Truppenübungsplatz aufs Kreuz gelegt hat. Das war wettbewerbsfertig, hätte am Abend am Flughafen sein müssen zum Wegfliegen für irgendeine afrikanische Rallye. Und der legt das Ding aufs Kreuz. Der Teamchef? Der Teamchef. Der ist damit der hielt sich ja für den besten Autofahrer überhaupt. Okay. Und seine Fahrer waren eigentlich nur Notlösungen. Ja, weil eigentlich okay, hätte er fahren müssen. Weil er Termine hatte. Und ich habe also auch da in den 80er Jahren sind sie Rallye Portugal gefahren. Und da gab es also in der Nähe, da in Cascais draußen, gab es drei Prüfungen, wo auch dann der schwere Unfall einmal war. Und da ist der Waxenberger genauso schnell gefahren wie seine Fahrer. Ja. So, unabgesperrt. Okay. Ja, also dann war der tatsächlich schnell. Er hat schon einen ziemlichen Nagel im Kopf gehabt. Also okay. Ich weiß nicht, wie oft das also dann da schief gehen hätte können, aber ich fahre eigentlich genauso schnell wie die. Also wenn sie ist, kann ich auch selber fahren. Ja. Und hat also so seine eigenen Regeln gemacht, die natürlich hinterm Fahren nicht gepasst haben. Mhm. Und ja, wir sind dann da eben angetreten bei Mercedes und haben einfach auch geglaubt, gewisses Know-how mitbringen zu können und das Ganze in die richtige und bessere Linie zu lenken. Aber dazu kam es ja dann nicht, weil dann zugesperrt worden ist. Also wir waren ja, also ich war da eben in Afrika mit dabei gewesen und Mercedes hat die Plätze 1 bis 5 belegt. Beste Peugeot war Sechster. Mhm. Und Peugeot war bis dahin die Queen of Africa, also eigentlich unschlagbar. Und dann hat die L'Equipe einen Artikel gemacht auf der letzten Seite, wo also die Headline war, Rommels Truppen sind zurück. Da sind die natürlich hier in Stuttgart, PR, ne? Sind die hier in Stuttgart vom Stuhl gefallen. Ja. Und da war ja der interne Kampf immer zwischen Marketing und technischer Entwicklung, ob das jetzt richtig ist oder nicht, Sport zu machen und so. Und da hat man dann mal schon, das war so der erste Sargnagel und dann, wie wir den Unfall da hatten beim Testen in Österreich, hat das Ganze dann einfach besiegelt und beschleunigt. Ja. Der Unfall war auf abgesperrter Strecke? Ja, ich sage jetzt einmal,
es war ein bisschen eine Fahrlässigkeit dabei. Mhm. Wir haben auf einem sogenannten Güterweg getestet. Das ist also ein breiterer Waldweg, der eben damals tief verschneit war und geräumt war und im Nichts geendet hat. Also es war eine Sackgasse. Und wir haben nachts getestet, weil dann einfach die Temperaturstabilität am besten gegeben ist. Und wir hatten 3 Tage schon getestet gehabt. Das war der letzte Tag und die letzte Fahrt, wo der Unfall passiert ist. Weil die Strecke, wo wir getestet haben, von dort aus, wo wir also Ziel gemacht hatten und umgekehrt haben, ging die Straße noch 3 Kilometer weiter hinter. Okay. Und was keiner mitgekriegt hat, ist, bevor wir das Testen angefangen haben, ist da keiner ganz hintergefahren, sondern wir haben halt da abgesperrt und hatten die Serviceautos und Licht und alles da vorne dran. Und am Abend davor ist einer mit einem Langholzfuhrwerk dahinter gefahren und hat da hinten Holz geladen, hat da hinten geschlafen und ist dann da morgens um 4:30 rausgefahren. Und wir waren auf der letzten Fahrt und dann kommt uns der Apparat da entgegen. Und da waren natürlich so hohe Schneewände, tief gefroren, und da war keine Chance. Ja. Noch dazu am schnellsten Teil, also wir sind dann mit 190 dann dahinter in ein bisschen so Mulde rein. Und du hast natürlich lange gesehen, aber mit der Geschwindigkeit bremsen. Auf Schnee nicht viel machen. Ne? So, und dann sitze ich in der LKW. Ja, das Essen natürlich auch noch gerade gefahren. Und also ich habe damals gesagt, wir haben Geburtstag gefeiert. Ja. Die sind in den LKW eingeschlagen? Nicht ganz. Der Walter hat es also dann hingekriegt und war auch ein bisschen natürlich dem Gewicht des Autos zu verdanken, dass er im letzten Moment in die Schneewand reingelenkt hat. Das hohe Gewicht des Mercedes, die Schneewand dann natürlich auch aufgebrochen hat und wir dann nur mit dem Heck unter den LKW rein sind. Okay. Ja. Und da kam dann natürlich der Rückschlag und dann durch die Wand da durch und dann in den Schnee da rein. Das hätte ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Wie ist das so, wenn man dann nach so einem Crash im Auto nebeneinander sitzt? Zählt man erstmal seine Knochen durch? Ja, da war ich schon sehr geschockt, weil ich das natürlich gesehen hatte. Ja. Ja, weil bei so Testfahrten musst du ja nichts vorlesen, sondern du nimmst nur die Zeit. Ja. Ja. Und du siehst also dann, und denkst eigentlich, jetzt ist es vorbei. Ja. Und dann tut es dir einen Riesenschlag und dann dampft es und zischt es und Dinge. Und ist das tatsächlich so, dass man so sein Leben vor Augen ablaufen sieht? Ja, ist das dann, ja da nicht. Das da war das nicht so. Okay. Ich habe 2 andere Unfälle gehabt, da war es dann so. Tatsächlich, ja. Also man das Witzige ist, dass sie sehen dann Szenen so wie von außen so. Es ist schwarz-weiß und es sind alles Szenen, an die sie sich nicht erinnern können. Also die sie eigentlich nicht präsent haben, sage ich jetzt einmal. Ja. Aus der Kindheit Sachen, wo du dann weißt, okay, ja, gab's, aber das nie wieder vergraben. Ja. Und das kommt dann und das läuft dann irrwitzig schnell dahin. Und dann denkst du eigentlich, okay, das war's jetzt. Mhm. Ja. Und das Witzige ist, zum Beispiel 84 bei dem Unfall in San Remo hatte ich das auch. Solange das Auto sich überschlagen hat, ja, solange lief der Film. Und wie das Auto zur Ruhe kam, war der Film auch vorbei. Ganz, ganz erstaunlich. Ja, ja, ja. Dann ist es eben abenteuerlich still. Du hörst nur das Knistern vom Auto und so und dann denkst du, doch noch nicht vorbei. Ja. Zum Glück, aber Sie haben sich nie wirklich doll verletzt, oder? Also ja, 84 bei dem Unfall in San Remo, da habe ich schon große Probleme im Nacken gehabt, weil das Auto eben einfach durch diese Berührung mit der Felswand so einen Flip-Effekt gekriegt hat und eine unheimliche Beschleunigung dann da stattgefunden hat. Und durch das Gewicht vom Helm mit der Gegensprechanlage hast du halt doch 1,5 Kilo auf dem Kopf. Naja, und das potenziert sich dann natürlich da. Ja. Ich meine, du hast einen 6-Punkt-Gurt, also der Körper selber ist relativ gut fixiert. Mhm. Aber das schwächste Glied ist einfach der Nacken. Hals, ne? Es gab damals noch kein Handsystem oder so irgendwas. Ja. Die Sitze waren natürlich etwas anders wie heutzutage. Und da hast du dann natürlich schon enorme Kräfte auf der Halswirbelsäule. Ja. Und obwohl du gut trainiert bist und gute Muskulatur hast und so, aber das ist dann diese schon Schläge sind immer was anderes, sehr grenzwertig. Ja, klar. So, aber dann war das Mercedes-Engagement schnell vorbei, 1981. Ganz schnell vorbei, vor Weihnachten noch, hat schon geheißen,
kein Sport mehr, wird zugemacht. Und dann machen wir natürlich Monte Carlo ohne Auto. Ja. Da gestanden, ja. Und der Walter ist dann mit dem ZDF als Co-Kommentator da unterwegs gewesen. Ich war mit einem Fotografen unterwegs und wir haben uns halt die Rallye Monte Carlo angeschaut. Macht bestimmt Spaß als Weltmeister. Man ja, das war nicht so witzig. Ja. Das denke ich. Und dann war natürlich, ja, dann waren die ganzen Vertragsauflösungsgeschichten. Dann war halt die Frage, was macht man? Ja? Wenn alle Teams zu, alle Plätze weg. Und dann war es geheißen, ja, eventuell die ein oder andere Rallye fahren und so. Und dann kam eben Porsche und hat gesagt, also wir können uns euch jetzt leisten, weil das bezahlt ja Mercedes. Und wir machen da ein Programm. Und dann sind wir eben damals 924 GTS gefahren. Ne? Was ja ein Mats-Bauchweh-Projekt war, obwohl wir nur Deutschland gefahren sind. Mhm. Aber das Auto einfach ein Rundstreckenauto war und kein Rallye-Auto war. Und musste also Porsche schon ja, eine Menge Ingenieursschmalz hineinfließen lassen, um das Auto da standhaft zu kriegen. Aber das große Ziel war halt, mit dem 911 San Remo zu fahren. Gegen die Audis damals schon. Hat nicht geklappt. Wir sind gefahren. Gefahren sind sie, aber die Halbwellen immer ja, egal. Wir sind ausgefallen mit Halbwellenschaden. Aber ich glaube, eine Führung liegend, oder? War es nicht sogar? Ja, das war am Schotter, wo wir ausgefallen sind. Die Michelle hat geführt gehabt. Michelle Mutter. Aber da war die letzte Nacht war noch mal viel Asphalt und dann haben wir uns das genau ausgerechnet und haben gesagt, das gewinnen wir überhaupt gar nicht. Mehr nicht. Ja. Und aber dazu kam es dann nicht mehr. Nicht geklappt. So, und dann war es dann schon so in dem Jahr. Erlebt man da manchmal so ein bisschen Hohn von den Kollegen, dass die dann sagen, ach guck an, da hat sich gesetzt oder war das mehr so eine Erleichterung, dass der größte Konkurrent mal auf Eis gelegt war? Ja, der Ari ist ja dann da Weltmeister geworden, 81, also das wäre sonst auch nicht geworden, aber das war dann, gibt es nie so schlecht empfunden. Ja. Aber dann ging es halt da eben auch um die Weichenstellung, was macht man 82? Genau, ja. Standen die Teams Schlange, weil die wussten, der Weltmeister sucht ein Team? Ja, wobei da eigentlich Fiat hat auch wieder, da sollte 82 wieder so ein Interimsjahr werden. Also die kamen eigentlich nicht so richtig in Frage, weil die natürlich auch den Lancia 037 schon vorbereitet hatten. Mhm. Und das ganze Thema von Fiat auf Lancia geswappt worden ist. Fiat war auch noch ein bisschen sauer, ne? Ob sie, dass sie gegangen sind damals. Ne? Daniele war dann nicht mehr in dieser Funktion, in der er vorher war. Mit dem Fiorio sind wir nie so wirklich richtig gut zurechtgekommen. Okay. Und ja, dann war eigentlich naheliegend, Opel zu machen. Ne? Mhm. Opel hatte durch die Rotman-Sponsorship Geld, volles Programm angeboten. Und kannte sich. Ne? Man kannte sich und ja. Eigentlich haben wir gesagt, okay, gegen die Audis wird es schwer, aber wenn wir regelmäßig punkten und so, muss man schauen, was rauskommt. Mhm. Wir haben dann gleich die Monte gewonnen, eine sehr, sehr trockene Monte, aber von Anfang an geführt und die Audis haben sich ja selber eliminiert und haben in der Weltmeisterschaft von Tag 1 an geführt. Ja. Was eigentlich unglaublich war, weil Opel ja nicht mehr auf den Wagen gesetzt hatte, sondern eigentlich den Manta. Ja, der dann leider nie fertig wurde, also in unserer Zeit nicht mehr. Es ist nur noch mal im Film aufgetaucht, Manta Manta, aber das Sportgerät war in der Entwicklung völlig hinten dran. Und wir sind auch in dem Jahr 10 Rallyes gefahren. Mhm. Durch das permanente Punkten waren wir immer dran. Und der Hanno hat also verschiedene Ergebnisse weggeschmissen. Die Michelle hat gleich bei der Monte mal so eine Garage geküsst. Und die haben sich also wirklich nicht so ganz clever angestellt gehabt. Und dann kam es eben zu diesem großen Showdown in Afrika da bei der Wandermarale, ja, wo der Walter ums Verrecken nicht hin wollte. Er wollte nicht fahren. Und das finde ich auch, das ist jetzt diese Sturheit, diese legendäre. Und dann, wir waren Sanremo Dritte geworden. Wir hatten Chance, waren noch zwei Läufe, Panama und RAC. Und ich habe gesagt, du, wir sind in Kenia, waren in dem Jahr sind wir auch Safari gefahren, wir waren Zweite, ganz easy. Und wir fahren Afrika und dann schauen wir. Na, einen Vorschlag gemacht und habe gesagt, pass auf, ich mach's Training, du kommst, fährst und fliegst am Abend nach der Rallye mit dem ersten Flieger wieder raus. Und so haben wir überredet zu fahren.
Ich habe da mit dem Bruno Berglund das Training gemacht, die 4.900 Kilometer aufgeschrieben. Aber da musst du ja ein irres Vertrauen auch gehabt haben, dass Sie das Gefühl haben. Ja, der Vorteil ist natürlich, du fährst in Afrika nicht so am Limit wie bei einer Monte Carlo, ja, okay. Sondern du hast schon ein bisschen Reserve. Mhm. Und in erster Linie geht es darum, dass du zügig fährst, das Auto schonst und einfach fährst. Mhm. Und dass du dich nicht verfährst. Und am Schluss kackt die Ente. Ne? Und so war es dann ja auch. Und ich habe mich da totgelacht, wie der Gumpert sich selbst da in das zweite Auto zu dem Hand um Nikola gesetzt hat. weil der gemeint hat, er wird da hinter der Michelle Zweiter und schirmt sie so ein bisschen ab. Mit links. Kriegt also da einen Status und was weiß ich alles. Ja. Also muss man sagen, Roland Gumpert, Roland, genau. Ja. Also der Audi-Teamchef, ja. Ähnlich wahrscheinlich wie der Wachsenberger bei Mercedes, ja. Dachte, er kann alles besser. Ja. Und die war Michelle auch sein erster Schrauber, ja, also der war, genau, er war sein bester aus Mann. PR-Gründen immer der Erste im Motorraum drin und ja. Konnte alles besser wie seine Mechaniker und so. Also da ist schon viel schief gelaufen bei den Jungs. Ja. Okay. So, und Michelle Mouton war damals die größte Konkurrentin eigentlich, ne? Ja, die war in der Weltmeisterschaft. Quartararo ist natürlich perfekt für Afrika. Man, die sind mit den Autos Kreise um uns gefahren, von der puren Geschwindigkeit her. Ja. Nur das Auto war halt nicht standfest. Und dazu kam dann natürlich auch sehr viel emotionale Hektik durch die Michelle, die also dann gesagt hat, ja, das Getriebe macht Geräusche und hin und her. Im Endeffekt war gar nichts. Aber das die Psychologie, ne? Hat sich halt enorm aufgeschaukelt, dann hat sie sich verfahren und. Also da kommen dann immer, so 5000 Kilometer sind lang, ja. Passiert auch ja, viel. Ja, klar. Und die hat schon geführt gehabt mit über 2,5 Stunden. Ja. Das sind 2,5 Stunden Vorsprung. Und ich habe zum Alter immer gesagt, 5000 Kilometer sind lang, der letzte Tag ist eigentlich das Schlimmste, weil die Zeiten so gesetzt waren, dass wenn du auch nur das kleinste Problem hast, aus der Wertung fliegst. Okay. Ich habe gesagt, da wird die Rallye entschieden und nicht jetzt hier irgendwo oder was, sondern da. Und da müssen wir perfekt unterwegs sein. Und so war es dann ja auch. Ja. Dann ist das Auto nicht angesprungen, dann war sie schon zu spät. Und ich habe zu dem Jochen Berger damals gesagt, sag ich, du sagst mir nur, wann sie wegfährt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Was anderes will ich gar nicht wissen. Und dann konnte ich mir schon ausrechnen, na, jetzt ist sie zu spät, jetzt wenn sie die Zeitkontrolle nicht schafft, ist sie aus der Wertung. Dann war da natürlich ein mega Druck im Kessel. Und dann hat sie sich da zweimal in den Wald gehauen und dann war das erledigt. Ja. Und wir mussten eigentlich nur noch ankommen, was schwierig genug war. Und Walter hat noch gesagt, das kleine Mädel aus Frankreich, von der lasse ich mir den Titel nicht nehmen. Ja, das ist so eine witzige Begebenheit. Ne? Jetzt in Paris, wir... Als er da in die Hall of Fame aufgenommen worden sind, stellt er sich auf der Bühne hin und sagt, dass er möchte sich bei der Michelle entschuldigen, dass er ja damals den Weltmeistertitel weggenommen hat. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört. Das ist das Einzige, was ihm in seiner Karriere leid tut, dass er die einzige Frau, die jemals hätte Rallye-Weltmeisterin werden können, dass er es kaputt gemacht hat. Aber gut, ich glaube, damals war er Egoist genug, dass er das nicht herschenkt. Ja. Er hat ja oft genug nachher eigentlich hergeschenkt, ne, den Titel. Oder? Ja, 83 war so ein Jahr, wo genau. Wir dann, das war ja, für uns eigentlich das erfolgreichste Jahr überhaupt, wieder die Monte gewonnen. Wir sind nur 6 Rallyes gefahren. Und hätten trotzdem, 37, ne? Ja, wir hätten trotzdem Weltmeister werden können. Ne? Wo er dann gesagt hat, und da hat uns natürlich auch der Fiorio das ein bisschen kaputt gemacht. Wir durften Korsika nicht gewinnen. Das ist auch so eine Begebenheit, wo ich einfach sage, das kann es eigentlich nicht sein. Der beste Asphaltfahrer der Zeit gewinnt nie Korsika. Wir waren immer nur Zweite. Mit dem Opel waren wir Zweite. Weil leistungsmäßig. Ja. 83 mit dem 90er hätten wir es gewinnen können, haben einen Plattfuß, fallen hinter den Alleen zurück, holen den wieder ein und dann kommt der Fiorion zum Reck und sagt, jetzt wir fahren jetzt so ins Ziel. Ja, ja. Timo, oder? Ja, da sagst du, geht's noch. Ja. Wahnsinn. Aber da hat sich Walter dann tatsächlich auch immer dran gehalten und hat gesagt, das machen wir. Ja, ja, das wenn ihr so sagen. Ungeschriebenes Gesetz, ja. Weil über die Länge auch nicht bei allen profitierst du einmal davon, einmal triffst dich halt. Ja. Und das 83er Jahr war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Aber Sie sind nochmal bei Opel, sind dann Weltmeister geworden, 82. Ja, hat dann natürlich in einem Eklat geendet. Wir sind bei der
Panama sind wir Weltmeister geworden, durch den Sieg. Ausfall der Michelle war klar, Weltmeister. Und dann hat's wir hatten schon bei Lancia unterschrieben. Und die Opel-Leute sind dann darauf bestanden, dass wir noch RAC fahren. Ja, dort mein Sponsor, Englisch, ja, okay. Britisch, muss noch gefahren werden. Und der Walter war krank, hat so Grippe gehabt und den kam dann nach England, so am letzten Drücker. Und ich war schon eine Woche da gewesen, weil wir damals eben die Servicepläne und das alles machen mussten. RAC-Rallye war geheim, zum Großteil. Und du hast dann praktisch die Rallye vorbereitet mit Service und allem drum und dran, Reifenplanung gemacht. Und da waren wir als Beifahrer eben alle gefordert, da mitzuarbeiten. Und der Walter kam dann, war krank und wir hatten die Vorbereitungen in London gemacht und der Start war damals, wenn ich mich richtig erinnere, in Chester. Wir waren da im Hotel und haben ein großes Dinner angesetzt von Robmans und der Tony Fall als Brite und Opel-Chef da in der Sportabteilung hat sich natürlich da darstellen wollen und Ding. Und dann hat es geheißen, also war erst so ein Nachmittag, war die Abnahme, da war der Walter da, weil du ja präsent sein musstest bei der technischen Abnahme und ist dann zurück ins Hotel. Und dann hat sie gesagt, der liegt sie hier, weil sonst kann er morgen überhaupt nicht fahren. Und dann hieß es einmal, ja, nein, heute Abend unbedingt essen da und dann. Das Wichtigste. Und da hat er gesagt, da gehe ich nicht hin, interessiert mich nicht. Und dann gab es eben diesen Eklat mit dem Tony Fall, der dann da drauf bestanden hat und Ding und da und das natürlich auch psychologisch sehr schlecht angelegt hatte und dann natürlich der Walter da auf totale Konfrontation gegangen ist und dann gesagt hat, ich fahre nicht, was Feierabend, ich fahre morgen heim, ich bin Weltmeister, also was soll das? Ja. Und ja, dann sind wir da nicht gefahren. Das ist mir schon überlegen, mit wem man so redet. Ne? Ja, wir haben das dann nochmal gehabt bei Audi, so eine Diskussion. Das ist Audi 200 Zeilen. Ja. Und sind wir wieder bei dem Thema, wenn du halt Chefs hast, die sowohl von der Managementqualität wie also auch vom menschlichen her Defizite haben, ja, die meinen halt dann, sich da aufblasen zu können und Dinge durchzusetzen aufgrund ihrer Position. Ne? Da sind sie natürlich beim Walter ganz falsch an. Ja. Also dann ist das Lancia 037 Jahre gewesen, nach der Opel-Weltmeisterschaft 1983. Und da sagen Sie immer, beides das tollste Auto, oder? Ja, das jemals hat. Also das war wie ein Handschuh für den Walter, weil optisch leicht, präzise, tollste, ne? Extrem gut fahrbar, mega vorbereitet. Und das Auto hat wirklich, das hat alles gepasst. Also hatte zwar kein Vierrad, aber war natürlich eine Rennmaschine für einen Rallye-Sport. Aber ein bisschen unsicher, oder? Also das war immer so... Das Auto war natürlich sehr fragil, sage ich jetzt einmal, weil extrem leicht gebaut und einfach ein Rennauto war. Kompromisslos auf Sport getrimmt. Und es war ja damals die Zeit, wo du noch, ich sage jetzt mal, ein Serienauto bauen musstest, 200 Stück, um dann die Homologation für den Sport zu bekommen. Und dann hattest du die Möglichkeit, nochmal 20 Autos in der Endversion mit dem, wie du also dann die Rallyes fährst, zu machen. Und das Serienauto war eine Vollkrücke. Ja? Also das hat man halt zusammengeschustert, damit man halt die Basis hat. Okay. Und daraus hat man dann das Wettbewerbsauto gemacht. Und das war natürlich phänomenal. Ja? Auch optisch mit dieser Martini-Lackierung. Unglaubliche Bilder. Ja, genau, das ist einfach, das sieht auch schon so brutal gewesen, aus, ne? Mit diesem Spoiler hinten drauf, der so steil im Wind steht. Ne? Und auch natürlich die Aufnahmen, wo sie schon durch die Fenster geflogen sind. Nicht durch die Fenster, sondern durch die Fans an der Strecke, die da so auseinandergeströmt sind. Das war schon eine spannende Zeit. Ja, wir waren natürlich auch, wir haben wirklich da in dem Jahr, wo wir da 83 die Monte gewonnen haben, haben wir ganz, ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Weil natürlich klar war, dass du auf Schnee
der Audi nicht zu schlagen ist durch den Pirat. Und wir hatten sehr gemischte Verhältnisse bei der Monte Carlo. Also in der Ardèche war es teilweise eingeschneit, teilweise trocken, weil die Straßen gesalzen worden sind, weil es Hauptvergindungsstraßen waren. Oder eben dann auch trockene Abschnitte. Ja. Also die letzte Nacht und so, das war im Prinzip trocken. Bis auf eine Stelle am Col de Madone. Und wir uns ganz klar ausgerechnet haben, wo wir welches Risiko gehen müssen, um also mit Slickreifen einen Vorteil zu haben gegen die Audis. Da war zum Beispiel gleich die erste Prüfung, die ging los in einem Wald, da hattest du 2,5 Kilometer Schneefahrbahn und kamst dann raus auf eine Hauptstraße, 24 Kilometer pfotztrockener Asphalt. Was haben wir gemacht? Wir haben vorne Slicks drauf gehabt, hinten M&S-Reifen mit Spike, schmal wie in Schweden, sind diese 2,5 Kilometer da wie auf rohen Eiern da dahin gefahren. Dann stand der Service, wir haben auf der Prüfung Räder hinten gewechselt und dann ging das volle Lotte ab. Auf der Prüfung, wo man auf eigentlich, wo alle, wo die Audis voll vorbeigefahren sind, die ganze Zeit Vollgas gegeben haben, haben sie nochmal angehalten und Reifen gewechselt. Wir haben es also da aus dem Wald raus, dann war ein Linksabzweig auf diese Hauptstraße, das war die Hauptstraße nach Alpe d'Huez. Ja. Und die macht so einen Bogen, geht also erst bergauf, dann kommst du nach Alpe d'Huez, durch den Ort durch und dann hinten wieder die Abfahrt. Runter. Ja. 24 Kilometer trockener Asphalt. Da waren wir natürlich mit den Slicks, waren wir die Chefs da. Ja. Klar. Und die Audis sind mit M&S da rumgerödelt und haben sich die Augen gerieben, was wir da machen. Ja. Waren aber auch nicht in der Lage zu reagieren. Ja, ja klar, aber das war ja auch so eine Grauzone, das Reifenwechsel erlaubt. Das war damals, das war noch erlaubt. Ne? War noch das erlaubt. Gemacht, das vorhin, dann ne? Erst 2 Jahre später ist es verboten worden, dass du auf der Prüfung der erste, Räder wechselt. Und wir haben das Jahr benutzt und haben gesagt, das machen wir. Weil wir uns das ausgerechnet hatten. Mhm. Und Pirelli hat damals so einen sogenannten Thermoslick gemacht, der ist also beheizt worden. Mhm. Und der hat einen Nachteil gehabt, der durfte nicht kalt werden. Okay. War der Reifen im Prinzip kaputt, war verhärtet und dann hat er nicht mehr funktioniert. Und mit diesem Reifen sind wir sehr, sehr hohes Risiko gegangen. Mhm. Auch da, wo viel Glatteis war oder so Black-Eis morgens und so, sind wir diesen Thermoslick gefahren. Haben also so da die Audis da in den Griff gekriegt. Das ist unglaublich, wie lange hat, aber das war, muss man auch noch mal dazu sagen, Reifenwechsel war ja damals nicht 2 Sekunden wie in der Formel 1. Nein, das war Abschrauben. 50 Sekunden waren 50 Sekunden. 50 Sekunden. Ja, aber. Und wir hatten dann noch in dem Jahr, hatten wir noch normale Schlagschrauber. Mhm. Das Jahr drauf, da waren wir dann nicht mehr bei Lancia gewesen, hatten sie dann schon dieselben Schlagschrauber, wie man es am Montageband hat, dass man also mit vier gleichzeitig. Ja. Und dann war es verboten das Jahr drauf und dann war das kein Thema mehr. Aber wir haben da eben wirklich extrem hohes Risiko gezogen gegen die Audis. Und dann kam sie eben noch in der letzten Nacht, war alles trocken, bis auf den Col de Madone war auf der Rückseite, der hat es mal vor Weihnachten geschneit gehabt und das hat sich zusammengesessen und da war so eine dicke Eisschicht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir da? Und dann habe ich damals, wir hatten einen wirklich genialen Einsatzleiter, der Gianfranco Silecchia, zu dem habe ich dann, wenn wir uns darüber unterhalten haben, gesagt, sag ich, Gianfranco, wir brauchen so einen Salzstreuer. Und mir so anguckt, was meinst du? Er sagt, ja, so ein Ding, was er so Salz verteilt. Das Eis wegzubekommen. Und dann war halt das Problem, dass das Eis so dick war, dass das Salz natürlich nicht richtig wirken konnte. Das heißt, man musste dann auch da laufend drüber fahren. Und dann ist zwischen der Zielankunft von der großen Schleife zur letzten Nacht waren 24 Stunden Zeit. Und da hat dann jeder, der ein Auto fahren konnte, ist dann aufbeordert worden. Und dann sind die da laufend im Kreis gefahren, dazwischen drin immer der Salzstreuer, und haben es dann fertiggebracht, eine Asphaltspur in dieses Eis reinzubringen. Die anderen Teams haben unten gegessen. Und die Audi-Leute, die waren so arrogant, die haben da gar keine Leute mehr hingeschickt. Die haben gesagt, ja, da ist so dickes Eis da. Da erinnert sich nichts. Ja. Haben sich da ihre Spikes abgefahren dann? Und sind dann M&S mit Spike gefahren. Mhm. Und wir hatten natürlich immer das Problem, dass wir so spät wie möglich vom Service wegfahren zur Zeitkontrolle, um dann die Prüfung zu starten. Ja. Und da war es schon dunkel. Und der Hanno war schon da gestanden. Der war also da Zweiter in dem Thema. Und der direkte Konkurrent um den
Montesig. Und der stand da so am Auto und hat dann so geschaut. Dann hat er gesehen, oh, im Dunkeln, da sind aber breite Räder drauf. Ja. Und wir mussten dann stehen bleiben, weil Zuschauer waren und so. Und dann hat der eine Herz hat draufgelangt, der hat sich fast die Finger verbrannt an dem Reifen. Ja. Ja. Und dann haben sie gemeint, ja, hinten, wo es also dann auf der, an dem Col de Madone, wo also dann die Strecke wieder rückwärts geht, das war wie so ein U, würden wir wieder wechseln. Ja. Und wie die dann natürlich da ums Eck kommen gesehen haben, gefahren sind und dann kein Serviceauto gesehen haben, ja, haben die natürlich die Welt nicht verstanden. Ja. Erst dann 100 Meter weiter, wo sie gesehen haben, dass im Asphalt zwei Spuren freigefahren. Zwei Spuren drin sind. Was los ist. Ja. Und sie sind da durchgefahren. Und da waren wir dann dort fast eine Minute schneller wieder her. Und da kam er dann und hat gesagt, also, das ist erledigt. Er akzeptiert, dass wir also da die Motto gewinnen. Ja, das war halt einfach tiefes Verständnis für den Sport. Ja. Mhm. Und wir haben uns natürlich das ganze Jahr mit den Audi-Leuten da, egal wo, gematcht. Griechenland, ja, der Lancia war extrem haltbar und zuverlässig, obwohl es so ein fragiles Auto war. Ja, ja. Verrückt, ne? Und wir haben, in Griechenland haben wir den Hanno zu Tode gehetzt. Weil die natürlich auch immer wieder ihre technischen Problemchen hatten und viel schrauben und reparieren mussten. Und wir waren halt immer da. Ja. Also das klingt so irre aus heutiger Sicht, dass man sagt, die Lancia waren so extrem stabil und alles toll. Und die Audi waren so ganz ordentlich gehalten. Aber das war natürlich ein ganz neues Konzept. Ne? Ja, Allrad war nicht gewohnt. Turbolader, Fünfzylinder. Da kam vieles zusammen, wo noch einfach viel Lehrgeld bezahlt werden musste. Und da hatten sie eher ein solides Auto. Ne? Ist auch schon Kongressort. Ja, und dann natürlich auch in der Testerei viele Fehler gemacht worden sind und dann das Auto einfach nicht auf Herz und Nieren bis zum totalen Auseinanderfallen gefahren worden ist. Und so. Das haben sie dann erst da 83 angefangen. Und irgendwann kam ein Ferdinand Piëch, der gesagt hat, es ist so teuer, gegen den Röhrl zu fahren, gegen den Geisdörfer, die müssen wir zu uns holen. Ja, und das gab's. Und uns war eigentlich auch klar, Zukunft ist Vierrad. Ja, also du kannst mit dem Lancia, das ging 83 noch, aber 84 spätestens wird die Geschichte da anders geschrieben. Da waren Audi aber noch die Einzigen, die am Vierrad gearbeitet haben. Peugeot kam ja später, oder? Ja, Peugeot hat schon dran gearbeitet. Hat auch dran gearbeitet, aber noch nicht eingesetzt. Die kamen 85 dann damit, ja, genau. Die haben 84 als Testjahr benutzt und kamen dann 85 damit und sind uns gleich schlagartig um die Ohren gefahren. Ja. 205. Auch ein Konzept, wo jeder gesagt hat, kann nie funktionieren. Mhm. Mittelmotor, Motor zur Seite versetzt, ja, neuartiger Vierradantrieb und. Ja. Und hat wunderbar funktioniert. Ja. Dann sind Sie zu Audi gekommen. Sind wir zu Audi gekommen und wir waren natürlich, oder ich für meinen Teil ganz besonders, war natürlich überzeugt davon, dass sie uns holen, um mehr Qualität ins Team zu bringen. Ja. Weil wir hatten ja das ganze 83er Jahr bewiesen, dass wir wirklich wissen, was wir machen. Und Roland Kumpel verhindert. Ja, und dann war natürlich die Problematik, A, für einen Walter mit dem Vierrad zu fahren. Das ist eine schwierige Lernphase für ihn, weil er einfach der Meinung war, diesen Vierrad, so wie der ist, kann man auch ohne Linksbremsen fahren. Und das ging aber nicht. Und erst dann, wie er das akzeptiert hatte, sich damit beschäftigt hat, das natürlich dann auch eine sehr sensible Sache ist, mit dem linken Fuß zu bremsen. Also jeder, der das mal mit einem Automatikauto probiert hat, weiß, von was wir da sprechen. Ja. Da musste er also erst sehr schnell und wirklich intensiv lernen. Dazu kamen Unfälle beim Monte-Training und. Und ich habe gesagt, ich habe kein gutes Gefühl für die Monte. Ja. Weil ich natürlich den Prozess miterlebt habe, hautnah und live. Auch bei den Unfällen natürlich im Auto gesessen bin und ich habe gesagt, wie das ausgeht. Und während der Rallye hat er dann immer mehr Vertrauen geschöpft und ich habe gemerkt, das geht jetzt von Prüfung zu Prüfung besser. War auch noch eine der langen Montes damals. Und dann gab es natürlich am Anfang auch gleich mal den Eklat da, dass der Stick, der ist mit Startnummer 7 gefahren, andere Reifen gekriegt hat wie wir. Und wir uns das einfach nicht erklären konnten, wie uns der Stick da über 2 Minuten gibt. Stick Blomqvist, ne? Ja. Also das war, also der Master sagen, of das war Quattro war das damals. War schneller wie der Hanno. Schlagen, ne? Der war einfach durch seine langjährige Erfahrung auf Frontantriebsautos, also Saab gefahren. Und der hat das Linkbremsen erfunden eigentlich, ne? Mit Saab. Der war der Linksbremserkönig überhaupt. Ja.
Und der ist dann auch den Quattro schneller gefahren wie der Hanno auf Anhieb durch sein Linksbremsen eben. Und auch der Hanno dann da eben die Lernphase hatte. Ja. Und der Stick ist uns da um die Ohren gefahren, das war also nicht mehr lustig. Und bis also der Walter dann durch einen Freund erfahren hat, dass der Stick andere Reifen gekriegt hat, wie wir vom Service weggefahren waren. Warum haben Sie das gemacht? Wir waren mit Startnummer 1 unterwegs und wir waren drei Autos, also Hanno, Mikola, Stig Blomqvist und wir. Und da ist es in der Regel so, dass du dich im Team besprichst mit Michelin, mit dem Reifenpartner, und die geben dann eine Empfehlung, deine Eisennoten-Leute geben eine Empfehlung, und dann gibt es eine Entscheidung, welcher Reifen gefahren wird. Jetzt kannst du immer noch sagen, ja, wir nehmen jetzt nicht den breiten M&S mit Spike, sondern wir nehmen den schmälern. Aber im Prinzip ist klar, du fährst den M&S mit den normalen Spikes. Ja. Und dann war da eben die große, war eine 48 Kilometer Sonderprüfung über drei Pässe drüber. In der Chartreuse. Zigtausende von Zuschauern. Und da war die Entscheidung, dass man nicht den Schweden Spike fährt, den ganz schmalen mit den Nägeln, sondern eben schmalen M&S fährt. Dann haben sie die Räder draufgesteckt auf die Autos, sind dann ganz normal weggefahren. Dann ist der Hanno hat Start Nummer 4 gehabt, der ist dann auch weggefahren, und dann der Stick ist dann hergegangen und hat dann die schmalen Schwedenspikes da drauf. Aber vorher hat er die anderen draufgezogen und auch gesagt, ja, wir fahren alle die gleichen. Ja, okay. Ja. Das war natürlich im Team, hat das keiner verlautet. Ja. Also das war. Und ein Freund vom Walter sagt dann, ja, der war da gestanden. Und der hat das bis Zufall mitgekriegt. Und zwei Prüfungen weiter war der dann da im Service wieder, und dann hat er sich mit dem Walter unterhalten und hat ihm eben gesagt, der Stick ist da mit den Dingern gefahren. Ja, war Lärm. Dann ist der Walter da den Gumpert angegangen, und war keine gute Stimmung. Aber auch echt nicht, das hätte ich jetzt gedacht. Aber standen Sie dabei, wie der den angegangen hat? Ich habe das nicht mitgekriegt gehabt. Wie er ihn da. Ja, ich habe mir gedacht, sie wohl mal einen Mechaniker erstmal geschnappt. Ja, der hat keinen erkundigt. Und jetzt sagst du mir, was los ist. Ja. Und der hat es dann bestätigt, und dann hat er sich den Gumpa gegriffen. Und dann hat er mir dann erzählt, im Auto, wenn wir wieder gesessen sind. Sagt er, das ist nicht mehr mein Freund. Das kann ich mir vorstellen. Wir sind Schweden nicht gefahren, weil für uns war dann der nächste Einsatz Portugal. Und da bin ich dann mit dem Gumpert zusammengerückt und habe ihm also gesagt, mir ist jetzt schon klar, warum Adi nichts gewinnt, ja, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Habe aber dann wiederum dafür gesorgt, dass der Hanno gewonnen hat gegen den Alain durch eine Rochade. Ja. Und der Gumpert hat mich dann da beim Pirch auch wieder angeschwärzt. Und dann musste ich beim Pirch antreten, hat er gesagt, na, kannst du mal deine Papiere holen, weil das ist jetzt erledigt. Ja. Dann habe ich dem Pech das erklärt. Er wusste auch, dass ich also das da initiiert hatte, dass der Hanno da gewinnt. Und der Pech hat ja so eine ganz eigenartige Art, mit Menschen zu sprechen und umzugehen. Die sind spröde und manchmal. Er spricht eigentlich sehr, sehr wenig. Ja. Also das ist keine Konversation, so wie man sich das im Regelfall vorstellt. Das sind so drei Wortsätze, die dann da kommen. Und dann habe ich ihm das so erklärt, und dann hat er sehr aufmerksam zugehört, hat eine oder zwei Fragen dazwischen drin gestellt. Und dann bin ich so langsam gesessen und habe gewartet, was er jetzt sagt. Es hat also dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis er dann endlich einmal so aufgeschaut hat. Und dann gesagt hat Herr Geisterfahr, ja, der Herr Gumpert ist Ihr Chef, den können Sie nicht so in die Ecke stellen. Dann habe ich ihn so angeschaut und habe gesagt, ja, wenn er keine Ahnung hat, was soll ich denn da machen? Muss man das doch. Ja, und dann hat er das verstanden gehabt, und dann habe ich natürlich auch was gesagt, was dann natürlich 4 Wochen später noch eine große Auswirkung hatte. Ich habe gesagt, Sie dürfen nicht alles glauben, was man Ihnen erzählt. Sag ich, vor Ort schaut das alles ein bisschen anders aus. Wie meinen Sie das? Ich sage, ja, kommen Sie mal, schauen Sie es einmal an. Kein Kommentar. 4 Wochen drauf war er beim Test in Kasikata. Überraschend. Ganz überraschend.
also wenn er das Gefühl gekriegt hat, dann dass ein Belügen, dann hat er schon auch seine eigenen Wege gefunden, dass die das nicht wussten und dann ist er einfach aufgetaucht. Ja. Dann hat er unangenehme Fragen gestellt. Ja. Ich habe dann ab dem Zeitpunkt mit ihm ein super Verhältnis gehabt. Ich habe dann auch den Verkauf von dem Sportquadro gemacht. Und musste ich auch regelmäßig zu ihm, weil die Kunden was anderes wollten, wie er sich vorgestellt hat und so. Okay. Also ich musste das dann bei ihm immer argumentieren. Ja. Was wollen die Kunden? Weniger zahlen wahrscheinlich. Man muss sich vorstellen, der Sportquadro damals, ein Serienauto, hat 204.000 Mark gekostet. Doppelte vom Porsche Turbo, ne? Doppelte vom Porsche Turbo, eine voll ausgestattete S-Klasse hat keine 100.000 gekostet. Ja. Und das Auto musste dann unter die Leute gebracht werden. Ja. Und ich habe also diese ganzen super VIPs besucht, bin mit denen gefahren, habe denen gezeigt, was man mit dem Auto machen kann, was man tunlich nicht machen sollte. Okay. Und, und dann kam ich natürlich, die wollten Ganzlederausstattung, andere Farben. Gab die grün, Klimaanlage, weiß, gab vier Farben. Schwarz, Rot. Grün, Weiß. Schwarz waren, hatten nur der Pirch. Ja, natürlich. Nur der Pirch. Ja, zwei Autos waren in Schwarz. Schwarzes Klavierlack bei allen seinen Autos. Ja, und das Auto gab es in Rot, in Blau, in Grün und in Weiß. Ja, ich hab von Karajan über König von Spanien, Niarchos, bin mit den allen gefahren. Überall hingefahren. Ja, ja. Franz Beckenbauer, der große Kaiser, da auch. In Franz bin ich gefahren. Ja. Kam dann natürlich und gesagt, die nehmen, aber wir wollen Klimaanlage, elektrische Fensterheber, hatte das auch. Ach so, das war alles so auf ausgelegt. Keine Volllederausstattung und. Okay. Und dann hat er mich immer so mitleidig angeschaut und hat gesagt, Herr Geister, ich habe Ihnen schon mal erklärt, das ist ein sportliches Auto, da braucht man so einen Firlefanz nicht. Da sage ich, ja, Dr. P., aber die Kunden wollen das. Ja, und wenn so ein Niarchos zwei so Autos bestellt und ganz Leder haben will, sage ich, dann bauen wir sie ihm halt in Gottes Namen können. Kann so schlimm sein, ne? Sag ich, der zahlt das ja auch, der wollte es ja nicht umsonst haben. Aber er hätte es halt haben, ja. Ne? Ja. Und das mit Niarchos werde ich nie vergessen. Da sind wir morgens um 4:30 in Paris bei strömendem Regen eine Stunde um den Arc de Triomphe gefahren. Bis die Polizei kam und gesagt hat, was wir hier machen, ja, was das soll. Und gab es unheimlich schöne Geschichten aus dieser Zeit. Haben Sie den Leuten das Fahren beigebracht mit dem Auto? Ja, einfach demonstriert und gezeigt, was man machen kann und was man tunlichst nicht machen sollte. Das ist ja ein unfassbares Sammlerauto geworden. Ne? Ich weiß noch, als es aufkam mit mobile.de oder diese ganzen Autoplattformen, also gefühlt 80% meiner jungen Jahre habe ich damit verbracht, Autos zu gucken, die ich mir eh nicht leisten konnte. Und irgendwann bin ich auf diesen Audi gestoßen. Und da hat er, ich glaube, 40.000 Euro gekostet. Ja, wollte keiner haben. Die haben es verramscht. Jetzt kann man Autos nur hinten dranhängen. Ne? Und zwar innerhalb von 15 Jahren. Ja. Das ist so unvorstellbar eigentlich. Ne? Ich meine, die Autos hatten natürlich auch technische Probleme. Da war ja ein Aluminiumblock und ein Aluminiumkopf drin. Und damals war man in der Technik halt noch nicht so weit, dass man die Stehbolzen, die wiederum Stahl waren, die den Kopf im Block halten, die waren verklebt. Und in Aluminium geklebter Stahl, das heißt, hebt halt nicht. Das sind nicht auch so Kontaktkorrosionsthemen. Und dann war natürlich am Anfang hatten die Autos, wenn du länger Volllast gefahren bist, was bei dem Auto natürlich super ging, das ging 270 damals, hat sich halt regelmäßig die Kopfdichtung verabschiedet. Okay. Das im Auto die bei dem Bremsen Preis haben gequietscht, weil eine Hochleitungsbremse in einem Serienauto, muss es immer richtig festbremsen und nicht nur so leicht anbremsen und so. Also da haben wir schon viel Kopfweh gehabt mit dem Auto. Aber die ersten 50, 60, die waren unheimlich schnell weg und dann wurde es zäh. Also, wie viele gab es davon? 200, wobei Straßenautos sind nur 154 oder 155 wirklich in Verkehr gekommen. Einen Teil musste man dann zur Ersatzteilversorgung wiederum nehmen, weil natürlich die Vorhaltung nicht so war, wie man das gebraucht hätte. Und ein schwieriges Auto. War ein schwieriges Auto. Weil wenn man sich überlegt, dass man für den Preis eine S-Klasse und einen Porsche Turbo kaufen konnte. Ja. Aber der Vierrad war natürlich damals das Maß der Dinge. Ja, klar. Und natürlich eine tolle Reputation durch die Rallye-Fahrten. Ne? Ja, das war einfach State of the Art, das Auto damals. Ich bin König von Spanien war ich.
den ganzen Tag auf der Rennstrecke und bin gegen so einen Mercedes 2.3 gehabt, so einen 16-Ventiler. Da sind wir dann dagegen gefahren und so. Also haben da unheimliche Sachen gemacht. Ja, geil. Das ist ja unglaublich, an was für Leute man rankommt, wenn man erstmal Weltmeister war. Dann ja, ich habe dann einen Unfall mit ihm gehabt. Ja, wir sind also auf der Rennstrecke da gefahren in Madrid und dann sind wir, er hat außerhalb von Madrid, da haben die so ein, ja, eine tolle Villa gehabt, mit einem riesen Gelände rundum eingezäumt und da gab es am Zaun entlang so einen Schotterweg. Mhm. Und wir sind den ganzen Tag schon auf der Rennstrecke gewesen, also die Reifen waren fertig, also da war nichts mehr drauf. Und er hat mich die ganze Zeit schon immer genervt gehabt, er möchte also auf dem Schotter mitfahren mit mir. Und dann habe ich gesagt, ja okay, machen wir. Und sind dann diesen Schotterweg da entlang, diesen Zaun da gefahren und sind dann wieder auf eine Asphaltstraße rausgekommen, um dann zurück ins Haus zu fahren. Und er war total beeindruckt und wir unterhalten und so. Und ich fahre so mit 100, 120 auf dieser Asphaltstraße dahin. Und dann sagt er zu mir, und übrigens, da vorne habe ich meinen Mercedes vernichtet. Und ich schaue von ihm so weg und schaue den Weg da runter, also den Asphaltweg da, und sehe, wie von rechts alles mit weißem Sand voll ist. Ja? Scheiße. Und rechts war so ein betonierter Wassergraben. Und ich war also viel zu schnell, um also dieses Linkseck da zu schaffen. Und mit dem Sand sowieso nicht. Und ich habe natürlich nur den Graben da gesehen. Wenn ich da reinfahre, machen wir die Roulade. Also das geht gar nicht. Und bin also da, hab maximal noch gebremst, habe dann eingeschlagen und habe einen Dreher provoziert. Und wir haben uns dann nach innen, ja nicht weit, so 3 Meter von der Straße weggedreht und da stand so ein Bäumchen, so ein kleines Ding da. Ja. Und das habe ich mit der Stoßstange vorne so ganz leicht touchiert. Man hat am Auto gar nichts gesehen, aber der Luftmengenmesser ist da dahinter und der ist natürlich kaputt gegangen. Ja. Das Auto nicht mehr angesprochen. Ja. Da hat er mir so auf die Schulter geklopft, der spricht perfekt Deutsch. Der Juan Carlos war das noch. Ja. Ja. Spricht perfekt Deutsch. Hat er gesagt, super gemacht, sagt er. Ich habe mich da in den Graben reingehaut und habe mich überschlagen. Hat gelacht, ja. Mir war das schweinepeinlich. Und dann sage ich, ja, und jetzt? Er sagt, ja, die kommen dann schon. Ja. Hat keine 5 Minuten gedauert, war die Security da. Ich kann sagen, da waren Sie der größte Freund der Security. Ja, und er hat uns also dann da zum Haus zurückgefahren. Ja, dann habe ich am Abend noch den Pirch angerufen. Ich habe gesagt, habe einen Unfall gehabt mit König. War erst einmal... Ich stehe nicht, ja, ist nichts passiert. Sage, das Auto hat halt springt nicht mehr an. Es ist wirklich nichts passiert. Sage, nein. Sage, er hat gelacht und sage, ich habe mich nur gedreht und habe das erklärt, warum, weshalb und wieso. Ja, und dann hat mich der Audi-Chef Spanien hat mich dann dort abgeholt. Und dann habe ich das dem natürlich auch gesagt und der Konig hat es ihm erklärt und Ding und Dran. Aber der hat dann da eine Mordstory draus gemacht, hat einen Reporter nach Ingolstadt geschrieben und so, weil der nicht wusste, dass ich mit Pirch schon gesprochen hatte. Ja, okay. Ich habe es ihm auch nicht gesagt und dann hat der da Mordspamphlet da verfasst und ja, dann war ich in Ingolstadt und ich musste dann regelmäßig ihm berichten, mit wem ich gefahren bin, was passiert ist und. Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt und so sagt er, ja, also der Sekretär vom König hätte schon angerufen und wäre alles super. Und soll man keine Gedanken machen. Denke, ja. Also ich habe wirklich eben schon mit vielen Leuten von Porsche gesprochen, also auch dem Herbert Linge oder Jürgen Barth oder alle möglichen, jetzt mit Ihnen. Alle reden immer voller oder so ein bisschen so eine Bewunderung scheint dadurch, was den Ferdinand Pirch anbelangt. Also beim Herbert Linge war es das technische Verständnis, weil er gesagt hat, er hat so viele Jahre immer im Voraus gelebt und teilweise Ingenieur hat Sachen abverlangt, wo die gesagt haben, jetzt spinnt er. Aber dann hat er immer gesagt, denk mal drüber nach. Das ist, der denkt einfach weiter voraus, als wir jetzt gerade noch sind. Und so hat auch Jürgen Barth hat auch gesagt, also diese Motorsport-Einsätze Porsche 917, wie weit er damals vorne war. Jetzt ja, sagen Sie das ja auch. Aber es ist auch immer so ein bisschen, also großer Respekt dabei, ne? Und auch so ein bisschen so dieses Angstthema, also nicht jetzt Angst, aber das, man hört immer, ja, dann hat der einen Report dahin verfasst und der da. Das ist ja das, was jetzt auch immer so ein bisschen rauskommt. Bei VW galt immer so, dem durfte man nicht widersprechen, man musste bestimmte Wege einhalten und so. Wenn man da so wie Sie ausgeschert ist, dann musste man sich das schon erlauben können.
Ja, ja, das war für viele natürlich ein mega Dorn im Auge, dass wir direkt mit den Chefs gesprochen haben. Genau, ja? Und weil die halt immer gewöhnt waren, gewisse Dinge zu beschönigen oder nicht zu erwähnen und. Und so war es mit dem Dieselskandal. Und das geht im, auch, ja, und das geht im Sport das auch nicht, weil der Sport ist zu transparent. Ja. Die Uhr sagt sofort, wenn du Scheiße gebaut hast. Und ich war einfach auch so erzogen und durch meine Banklehre auch immer gewöhnt, transparent und wirklich nachvollziehbar zu arbeiten. Klar, gerade da. Ne? Und ich war natürlich auch durch die Erfolge im Motorsport und so, war ich natürlich auch extrem erfolgsorientiert. Und ich wusste ja, wie es geht. Genau. Das heißt, ich habe das dann auch versucht, entsprechend schnell und auf direkten Wege umzusetzen. Und da konnte ich mich nicht mit irgendwelchen Abteilungsleitern lang aufhalten, bis das dann endlich in die richtige Richtung geht. Ist ja auch in Ordnung, ne? Wenn man sagt, man will schnell Erfolg haben, dann muss man halt einfach manchmal auch. Ja, aber der Sport lässt ja keine Zeit. Du hast in 4 Wochen die nächste Rallye und dann muss das behoben sein, aus Feierabend. Ja. Und wenn du das nicht hinkriegst, hast du ein Problem. Und das müssen halt Leute, die in der Großserie arbeiten und für alles ewig Zeit haben, denen Speed beizubringen, ist die größte Aufgabe. Und dadurch haben auch viele Werke natürlich Motorsportabteilungen gehabt, Mercedes war das beste Beispiel dafür, um eben Ingenieure an Speed im Sinne von Schnelligkeit und direkter Umsetzung anzulernen. Weil das ist ein anderes Arbeiten. Komplett anderes Arbeiten, ja. Weil diese Testzyklen, bis die mal irgendwas einen Teil geändert haben, das geprüft wird, da vergehen Wochen und Monate. Die Zeit hast du im Motorsport nicht. Da musst du einen Teil umkonstruieren, neu zeichnen, fertigen, einbauen, testen und ab geht die Post. Und wer hat die großen Erfolge gehabt? Zum Beispiel bei Peugeot ist Jean Todt gewesen, oder? Er hat das vorangetrieben. Und auch später bei Ferrari und so. Genau. Strukturiertes Arbeiten. Ja. Nachvollziehbares Arbeiten, ne? Wie lange Teile eingebaut sind, welche Laufleistungen das die haben und. Das sind Dinge, die du einfach machen musst. Und da ist der Motorsport schon eine harte Schule. Ja, die härteste. Ne? Also Was Teambuilding, was Zusammenarbeit anbelangt, dass du die Leute mitnimmst und die auch dann unter wirklichem Stress, Müdigkeit und allem drum und dran immer noch Leistung bringen, sauber arbeiten, keine Fehler machen und. Das ist im Sport unabdingbar. Du musst ja oft auch wirklich Gesumse anhören, weil du ihm das Gefühl geben musst, dass du ihn ernst nimmst. Mhm. Naja, klar. Und ihn dann langsam in seine Richtung bringst, ne? Verändern und sagen, denk mal darüber nach, denk mal darüber nach, ob das, was du da meinst, wirklich so richtig ist. Ja. Gibt es irgendwas im Nachhinein, wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre Karriere, wo Sie jetzt dem, sagen wir mal, 20-jährigen Christian Geisdorfer, oder haben Sie noch in der Bank gearbeitet, ne? Ja. Was Sie dem einen Tipp geben würden, oder zum Anfang jetzt Ihrer Motorsportkarriere, wo Sie sagen, den Fehler, den hätte ich gerne vermieden? Nein, da gibt es Mercedes konnte man nicht wissen. Das war einfach nicht absehbar. Was mich geärgert hat, ist, dass wir damals, oder besser gesagt, der Walter sich überreden hat lassen, nochmal 2 Jahre bei Audi zu bleiben. Wir hatten ein Angebot von dem Jean Todt, Peugeot zu fahren. Und ich kannte den Jean sehr gut, Ex-Kollege, Beifahrer, und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und der Jean hat mich eben angesprochen und hat gesagt, wollte er nicht Peugeot fahren. Ne? Und hat auch richtig gute Ziffern aufgerufen und das war also schon. Und dann habe ich mit dem Walter darüber gesprochen. Dann gab es in Griechenland ein Gespräch, wo der Walter ihm eigentlich gesagt hat, ja, alles ready. Ja? Okay. Und dann kam Pirch damals mit dem Robert Schwan nach Griechenland und haben sie den Walter da breitgeschlagen, dass er bei Audi bleibt. Und dann haben sie mich schon zu dem Abendessen haben sie mich gar nicht mitgenommen, weil sie genau gewusst haben, dass ich da dagegen reden würde. Ja. Ja. Und dann haben sie den Walter da breitgeschlagen. Ja. Okay. Und dann sind wir also dann nochmal bei Audi geblieben. Das war
das, was ich eigentlich am meisten bedauere. Und da sind Sie Taxi gefahren mit dem Audi 200? Das war noch Ende der Gruppe B. Ja, stimmt, da kam ja noch der 85 war das in Griechenland, wo wir den kurzen gefahren sind, wo ich gesagt habe, das wird nie funktionieren. Mhm. Und dann haben sie eben für Sanremo 85 haben sie dann das Flügelmonster da gemacht. Kam dann Basche, der hat den Gumpert dann abgelöst in der technischen Entwicklung. Ex-Fahrwerksentwickler? Ja, selber Rennfahrer, der wusste, von was er redet. Okay, ja. Und dann aufgrund des kurzen Radstandes von dem kurzen Quattro war das Auto natürlich auch extrem schwierig zu fahren. Und dann kam Basche eben als Rundstreckenmann, hat einmal die Flügel draufgepappt, Aerodynamik gemacht und dann ging es ein bisschen besser. Ja. Und Gumpert hat vorhin den Spoiler noch abgerissen, ne? Den genau, Spoiler. Ja, der hat den mit der Säge weggeschnitten gehabt, weil er gesagt hat, braucht man nicht. Brauchen wir nicht mehr, genau. Und Und das Flügelmonster ist, glaube ich, das Auto, finde ich, womit Walter ja auch den Pikes Peak-Rekord 87. Ja. Ich finde, das ist für mich stellvertretend so das Maximum dessen, was die Gruppe B hervorgebracht hat. Der Peugeot vielleicht auch noch, ne? Der Peugeot ja, der Lancia S4 war noch der S4, konsequenter. Ja, der hatte auch diese riesen Spoiler drauf. Ne? Und das hat auch dann auch die Peugeots an die Wand gefahren. Ja. Also, dann war es aber irgendwann, waren wir in Leistungsregion. Oh, das ist übrigens auch noch interessant, da müssen wir noch ganz kurz, wir haben es bald. Da müssen wir noch drüber reden, aber es ist so interessant, diese extreme Leistung, die dann auf einmal in den Allradautos auf die Autos und auf die Fahrer gewirkt hat und auf die Beifahrer. Ja, das kam eben durch das Reglement es erlaubt hat, Evolutionen zu machen. Ja. Und durch die Turbotechnik war ja im Prinzip alles möglich, ne? Alles möglich. Also in der Formel 1 sind sie 1400 PS schon gefahren. Ja. Und wir waren eben mit unseren 500, 520, wenn du am Bus gedreht hast, 550, waren wir natürlich auch nicht weit weg. Allrad. Ja? Allrad. Schneller beschleunigt als Formel 1 damals. Ja, es gab ja damals eine Geschichte am Nürburgring, wie die Grand Prix-Strecke eröffnet worden ist, sind wir auf der Start- und Ziel getraten, gegen den Bellof mit dem 962 gefahren. Mhm. Und der hatte keine Schnitte gegen uns. 962, das Kuppel. Ja, aber der war natürlich unten raus. Bis der in die Gänge gekommen ist, waren wir vorne schon um die erste Ecke. Ja. 0 auf 100, 2,9 Sekunden. Und ja, dann haben sie da die Bilder gemacht und hin und her und Aufnahmen. Und dann kam irgendeiner und hat gesagt, ja, das können wir so nicht machen. Das ist ja, schaut ja scheiße aus, wenn der Audi da den Porsche da so stehen lässt. Ja. Gut, aber so ist. Dann kamen sie und haben gesagt, ja, also wir stellen das Auto da ins Gras und machen das Ganze von vorne. War selbe Effekt, ja. Also kein Null Unterschied. Ja. Ja, das mal der Dieter Röscher als mir erzählt. Der hat ein bisschen entwickelt am Audi, glaube ich. Das war natürlich schon eine Mordsgeschichte. Ne? Ja. Wie war das da mit dem Lesen? Oder das erste Mal jetzt? Ich meine, dann haben sie sich natürlich langsam immer rangetastet an diese Leistung. Ja, ich war ja lange nicht dabei in dem Auto, weil das Auto ist ja im Geheimen getestet worden. Mhm. Und dann ist der Walter mit dem Auto in Sanremo auf einer Prüfung Test gefahren. Und da bin ich dann dazugekommen. Okay. Und bin dann das erste Mal in dem Auto gesessen. So, dann habe ich gesagt, hallo, wie soll denn das gehen? Ja. Ich kann es mir richtig vorstellen, wenn man da drin sitzt und noch lesen soll. Ne? Ja, und dann, das war nur auf Schotter. Ja. Auf Asphalt war es ja dann noch mal krasser. Und ich habe das aber ganz gut hingekriegt. Ja. Und dann kam die nächste Dimension, war dann mit dem PDK-Getriebe. So, ja, genau. Das war dann ganz, ganz schwierig. Getriebe ohne Zugkraftunterbrechung. Ja, weil dann wusstest du nicht mehr, in welchem Gang du bist. Mhm. Und das heißt, dir hat dann der Geschwindigkeitsbezug gefehlt. Okay. Ja, also okay. Es ist mir da eigentlich erst auch bewusst geworden, dass einer der Anhaltspunkte zum Lesen ist, dass du unterbewusst registrierst, in welchem Gang du bist. Ah, okay. Und damit ist klar, welche Geschwindigkeit du fahren kannst. Mhm. Und bei dem PDK ist das weggefallen. Ja, dann habe ich gesagt, hallo, wie soll das jetzt gehen? Ja? Da sind wir die Semperit-Rallye gefahren in Österreich. Und da gab es noch eine Begebenheit, die auch der Wahnsinn war. Und dieses PDK-Getriebe hat natürlich eine ganz andere Geschwindigkeitsdimension zugelassen. Und wir sind da eine Schotterprüfung gefahren, so eine ganz alte Allee mit so ganz dicken Eichen und so. Mhm. Und da geht es ziemlich zügig durch den Wald durch und mit diesen dicken Bäumen. Und da habe ich gemerkt, ups, das ist aber jetzt extrem schnell. Dann habe ich da mal so rechts rausgeschaut und da war der
es war wie ein brauner Bretterzaun. Also habe ich gewusst, oh, das ist jetzt richtig schnell. Ja, und habe dann einmal geschaut, es gab ja kein Tacho in dem Auto. 8000 Umdrehungen. Ausgedreht, 240, oder was ist das? Waren 260 knapp. 260, alter Schwede. Und dann sage ich zum Walter, sag ich, hast du das eigentlich noch alle? Wieso? Sag ich, wir sind noch nie so schnell Auto gefahren wie mit dem Ding jetzt da. Okay, sagt er, das war maximal 220, mehr ist das nicht. Ja, sag ich, wette ich alles, sag ich, das war mehr. Und zwar viel mehr. Nein, nie. Und Dinger. Und dann waren, das PDK-Getriebe war eine Entwicklung von Porsche. Und von Porsche waren zwei Ingenieure da. Da waren Michelin-Leute dabei und so, und die standen da im Service. Und dann sind wir da hingefahren und so, und dann sage ich zu dem Porsche-Mann, sage ich, 8000 Umdrehungen mit dem Reifen, was ist denn das, Endgeschwindigkeit? Dann hat der so einen kleinen Taschenrechner raus, hat das da eine getippt, sagt, komm, komm. Sagt er mir, das ist 258. Oh Gott. Dann sagt er, wieso ich das wissen will? Sag ich, ja, weil das sind wir jetzt gefahren. Sagt er, der Michelin-Mann, der hat überhaupt nichts mehr gesagt, der ist nur weiß geworden. Die Prüfung ist dann noch einmal gefahren worden, dann durften wir nur 7000 drehen. Also, weil der Reifen das nicht ausgehalten hat. Der war zu hoch noch durch die Downforce. Ja, und, klar, die, ja, die Zentrifugalkraft, die da auf das Gummi wirkt, ne, das ja, unglaublich. Ne? War Walter auch schockiert. Ja, ja. Also, das ist ja immer jetzt nicht Ding. Unglaubliches Auto. Aber das, da gab es natürlich dann leider viele Unfälle. Die Zuschauer, das ist auch noch so ein Thema. Walter hat auch mal erzählt, dass er Reporter mitgenommen hat auf dem Beifahrersitz. Die sind bewusstlos geworden beim Durchbeschleunigen. Ja, und beim Bremsen vor allen Dingen. Beim Bremsen, genau. Beim Bremsen, da ist der Kopf nach vorne geklappt, nicht nur durchs Bremsen, sondern dann einfach... Dann geht's Blut aus dem Kopf und dann... Das ist wie wenn du im Fighter, also im Kampfflugzeug bist. Dann muss man immer so schwer atmen und pumpen, dass das Blut im Kopf bleibt. Ne? Und aber die Unfälle waren natürlich mit Ansage. Ja. Also wir die haben Zuschauer uns ja dann, hatten keine Chance mehr wegzulaufen. Die sind ja immer... Muss man vielleicht auch noch mal erklären, für Leute, die die Bilder nicht vor Augen haben, die sind immer auf die Straße gegangen, haben Fotos gemacht, bis die Autos auf sie zugelaufen sind und sind dann, sind dann auseinandergeströmt. Was eigentlich irre ist, wenn man das sieht. Es gibt Aufnahmen bei YouTube in Portugal, glaube ich, mit dem Audi. Das, wenn man Lust hat, das zu googeln, wir können das auch gerne verlinken. Das ist unvorstellbar, wie man einfach nur durch eine Zuschauerwand fährt und natürlich genau wissen muss, wie die Straße jetzt weiter verläuft, durch den Aufschrieb. Aber dass das so lange eigentlich gut gegangen ist, war schon ein Wunder. Und dann kamen aber diese Autos, die beschleunigt haben. Das ist alles zu spät. Ja, wobei die Top-Leute hatten eigentlich mit Zuschauern keine Unfälle. Das große Problem war so die zweite Riege, die sich mit viel Geld solche Autos gemietet haben von Werksteams. Und dann kam es eben da zu dem Mega-Gau da in Portugal, auch der Santos, zweiter Mann. Der ist vorher noch nie mit dem Auto gefahren. Die haben das Auto gebracht, der ist da einmal um den Block gefahren und ist dann die Rallye gefahren. Und verliert das Auto in einer Welle und versetzt in die Zuschauer rein. Die haben überhaupt keine Chance nicht gehabt. 31 Zuschauer getroffen, ne? Drei Tote. Und zig Schwerverletzte. Und dann ist es natürlich zum Eklat gekommen, weil der Veranstalter wollte, dass wir da, das war eine Prüfung, die ist dreimal gefahren worden. Das waren drei Prüfungen hintereinander, das war wie so ein großer Kreis. Und dann war nach der ersten Runde war Pause und dann bist du nochmal gefahren, wieder Pause und dann noch einmal. Und da waren im Wald drin gestanden, was weiß ich, 350.000 Zuschauer. Ja. Und die wollten also die Rallye da nicht abbrechen und wollten uns also zwingen, dass wir da, wo die Toten waren und so, dass wir da wieder vorbeifahren. Ja. Und dann war eigentlich schnell klar unter allen Fahrern, dass man das nicht macht. Mhm. Und das war das einzige Mal, wo ich das erlebt habe, dass alle Fahrer, also da gab es ja A- und B-Kategorie-Fahrer, dass die zusammengestanden haben und gesagt haben, das machen wir nicht. Also unser Vorschlag war... Keiner ausgeschert. Keiner ausgeschert. Unser Vorschlag war, wir fahren im Parc Fermé und Restart war abends um 10 Uhr, ursprünglich so auch geplant. Und wir starten um abends um 10, um dann die Rallye fortzusetzen. Und der Veranstalter hat das nicht akzeptiert. Und dann haben wir alle gesagt, okay, dann hören wir auf. Und dann gibt es auch eine Geschichte jetzt, ich habe das auch nicht gewusst gehabt, der Toivonen, wie der bei Lancia diesen S4 gefahren ist und in Korsika dann tödlich verunglückt ist,
der Fiore hatte aufgrund dieses Vorkommnisses in Portugal die Fahrerverträge geändert. Und also strikte Weisungsbefugnis und. Und wenn aus irgendeinem Grunde nicht gefahren wird, verliert man die komplette Jahresgage. Das war die Penalty in dem Vertrag drin. Das war Bestandteil des neuen Fahrervertrages. Und darum ist der Toivonen in Korsika trotz seiner Grippe gefahren. Man musste auch mit Krankheit fahren? Ja. Okay. Hm. Und hat es mit dem Leben bezahlt. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann war Gruppe B Geschichte, was auch falsch war. Aber das sind dann so Ad-hoc-Entscheidungen, wie die Merkel einfach den Energieausstieg da verkündet hat. Ja. Ohne Schade. Wirklich mal drüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Schade, wirklich eine tolle Zeit, ne? die Sie da erlebt haben. Aber es war wirklich Limit. Also gerade der S4, das war schon eine Kanonenkugel auf Räder. Also Vielleicht manchmal richtig irgendwann. 560 PS, 1160 Kilo. Allrad. Wahnsinn, ne? Ja, Mittelmotor. Also, ganz extremes Auto. Ich weiß gar nicht, war noch mal extremer wie der Peugeot. Ja. Wie das vielleicht geendet wäre. Ne? Ja. Vielleicht, das muss man da manchmal Einhalt gebieten. Und heute, die Autos fahren ja auch unglaublich schnell mit ihren 300 PS. Ne? Wo nur ja, weil natürlich da eines zum Tragen kommt, was natürlich meiner Meinung nach schnellstens geändert werden müsste, das sind die langen Federwege. Ja. Die springen, das ist irre. Die sind wie eine Motocross-Maschine. Ja. Als wären sie gar nicht abgehoben. Können überall drüber fahren, weil das Fahrwerk alles wegnimmt. Ja. Und dadurch kommen auch so extreme Geschwindigkeiten dann zustande. Und man muss als Fahrer nicht mehr mitdenken. Nein. Man kann einfach Vollgas draufhalten. Ja, und das macht dann auch diese geringen Zeitabstände. Ja. Das stimmt, das ist wirklich ein großer Fehler. Ja. Macht den Sport vielleicht letzten Endes ein bisschen kaputt, weil man als Zuschauer nicht mehr mitkommt. Ja, weil du einfach gewisse Dinge wieder zurücknehmen musst, um für den Fahrer schwerer zu machen. Ja. Ja? Also ich würde zum Beispiel in der Formel 1 sofort das automatische Getriebe abschaffen. Dass du dich nicht mehr verschalten kannst und solche Sachen. Ja. Sicher ist es für einen Normalbürger in einem Serienauto großer Komfort, aber um den Wettbewerb und die Ability, sagen die Engländer, also das Talent des Fahrers wirklich wieder wichtig zu machen, musst du solche Dinge eliminieren. Ja. Gerhard Berger hat gesagt, er hätte am liebsten einen DTM mit 1000 PS ohne Fahrhilfen. Ja. Dass die Zuschauer wissen, die Leute, die das noch fahren können, das sind wirkliche Helden. Ne? Ja. Ja. Und dann kommt wieder Walter Rolls zu Tage, ne? Die nicht innerhalb von Zehntelsekunden vorne sind, sondern Minuten den Feld einschenken. Jeder redet davon, dass es keine Überholvorgänge gibt, weder in der Formel 1 noch in der DTM. Ja, warum? Weil er kann sich nicht verschalten. Nee. Ja, im Gegenteil, das Getriebe gibt es schon vor. Ja. Und da muss man halt die Wettbewerbskonstellation müsste man mehr stärken und dann eben diese technischen Hilfen wegnehmen. Und dann hast du auch wieder Überholvergänge und einen spannenden Sport. Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so gewollt. Ich meine, warum hört man nicht auf Leute wie Sie oder auf andere Leute, die aus dem Motorsport kommen? Weil die Werke sagen, wir stecken da so viel Geld rein. Wir wollen da schon gerne unser technisches Maximum reinbauen. Das ist so der Sandkasten der Ingenieure. Ja, und genau. Den musst du mal das Schaufel und das Kübel einmal wegnehmen. Immer unter dem Deckmantel des. Wir entwickeln ja auch für die Serie, das zur Rechtfertigung von den Aktionären. Und das macht den Sport kaputt. Ne? Weil umgekehrt auch die Kosten natürlich extrem steigen durch diese Spielereien. Ja. Ja. Und jeder sagt, ist ja teuer geworden und. Ja, also weg damit. Das machen die Amerikaner besser, finde ich. Diese Nesca, diese rudimentären Nesca. Ich habe 2 Jahre in der IndyCar gearbeitet, ich habe das miterlebt. Die fahren mit einem Budget von 15 Millionen mit 2 Autos. Ja. Bei uns ist und ist genauso gut der Sport, im Gegenteil. Ja. Und bei uns muss alles immer so extrem sophisticated sein, was völliger Unfug ist. Das Land der Ingenieure. Und wenn ich dann sehe, dass so ein Formel 4 Saison für so einen Youngster schon 250.000 Euro kostet, dann muss ich sagen, Leute, irgendwas ist da komplett falsch. Das ist nur noch eine kleine Elite, ne, die das kann. Und man muss Sponsoren mitbringen. Ich habe natürlich auch einen Spruch geprägt in meiner Formel 1 Zeit, wo mich natürlich alle schief angeschaut haben. Ich habe gesagt, die Herren Teamchefs können sich natürlich von 400 Millionen leichter 50 Millionen in die Tasche stecken, wie von 100 Millionen Budget. Ja, dann gehen halt dann nur 10 Millionen. Das stimmt vielleicht. Ne? Ja.
kann man viel Unfähigkeit unterm Geldhaufen verstecken. Ja, aber da ist keiner daran interessiert, das umzudrehen. Die Zeit wird nicht wiederkommen. Sie haben die tollste Zeit erlebt im Rallye-Sport mit dem tollsten Fahrer, die beeindruckendsten Autos gefahren. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen so einen Einblick da gewährt haben. Ich sage das gerne mal mit dem Buch, das wirklich nochmal im Detail beschrieben wurde mit ganz tollen Bildern. Christian Geisdörfer, Walter und ich im Delius Glasing Verlag erschienen. Als normale Version für 39,90 für jeden zu erwerben. Und jetzt gibt es noch eine besondere Edition. Da muss man aber schnell sein. Ne? Ja, wir haben was aufgelegt, was eigentlich für die Hardcore-Fans ist. Also das Buch, wie es hier ist, im größeren Format mit anderen Bildern oder teilweise anderen Bildern, muss ich sagen, und nochmal 80 Seiten mehr mit so Highlight-Stationen, die wir ab 2001 zusammen nochmal gemacht haben. Und dazu gibt es ein Roadbook, eine Reproduktion des Original-Roadbooks von 1984, der letzten Nacht in Monte Carlo, mit den entsprechenden Aufschrieben dazu. Okay. Also ein ganz dickes Ding, wo man also in der Lage wäre, da runterzufahren und das einmal abzufahren und sich anzuhören, wie das also damals da abgelaufen ist. Okay, kostet? Gibt nur 250 Bücher und kosten 250 Euro. Also die Geschichten sind wirklich beeindruckend und aus einer einmaligen Zeit. Herr Geisdörfer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Tolle Geschichten einer vergangenen Zeit. Ja. Falls ihr noch ein Geschenk sucht, das Buch Walter und ich kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Alle Infos dieser Folge wie immer auch unter www.alte-schule-podcast.de oder auf unserer Facebook-Seite Alte Schule. So, und jetzt heißt es Weihnachtsferien für mich. Ich möchte euch an dieser Stelle herzlich für eure Treue und die netten Mails und die Hinweise zu Interviewpartnern und die tollen Rezensionen auf iTunes und Facebook danken. Ihr sorgt dafür, dass ich einen Riesenspaß an der Veröffentlichung dieser Interviews habe und 2020 geht's natürlich weiter. Dann mit großen Namen wie Striezel Stuck, Harald Groß, Peter Sauber, Jochen Maas, Altfried Heger, Hans Heyer und vielen, vielen mehr. Freut euch drauf, empfiehlt uns weiter, hört unterm Weihnachtsbaum nochmal die alten Folgen. Euch schöne Festtage, einen guten Rutsch und alles Gute fürs kommende Jahr. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.